Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main. Hallo und willkommen zum 21. japanischen Filmfestival Nippon Connection. Ich bin Marie-Claire, ich gehöre zu unserem Nippon Culture Team, das verantwortlich ist für das kulturelle Veranstaltungsprogramm. Und ich werde heute unterstützt von meiner Kollegin Rebecca. Und ja, wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, zu diesem Vortrag aus dem Leben eines Übersetzers, einer Übersetzerin. Und wir freuen uns auch, dass wir in diesem Jahr zum 5. Mal schon eine Veranstaltung mit dem Verein Weltlesebühne e.V. Zusammen organisieren. Falls Sie während der Veranstaltung Fragen haben, können Sie diese sehr gerne stellen über den sogenannten F- und A-Button. Den finden Sie hier in Zoom ganz unten an der Leiste. Dort können Sie Ihre Fragen dann gerne stellen und Sie werden dann in dem Anschluss an die Veranstaltung sehr gerne beantwortet. Ja, und nun gebe ich dann weiter an Karin Betz aus dem Vorstand des Vereins Weltlesebühne e.V. und sie wird Ihnen jetzt noch unsere Gäste aus der heutigen Veranstaltung ein bisschen näher vorstellen. Ja, hallo, schönen guten Tag, guten Mittag. Vielleicht genießen Sie ein Mittagessen während dieser Veranstaltung. Vielleicht gibt es was Japanisches. Leider sehen wir uns ja nicht auf dem Filmfest live. Ich freue mich sehr, dass wir tatsächlich schon zum 5. Mal mit Nippon Connection zusammen eine Übersetzerveranstaltung in dieses Festival einpflanzen konnten. Kurz etwas zur Weltlesebühne. Die Weltlesebühne ist ein Verein von Übersetzern und Übersetzerinnen, der sich zum Ziel gesetzt hat, diejenigen in die Öffentlichkeit zu bringen, auf Bühnen zu bringen, die sonst im Verborgenen arbeiten, die aber diejenigen sind, denen sie es zu verdanken haben, dass die meisten von ihnen, nehme ich an, die nicht Japanisch können zum Beispiel, dass sie japanische Literatur überhaupt auf Deutsch lesen können, denn die Übersetzer und Übersetzerinnen sind es, die es geschrieben haben. Und sie haben, abgesehen davon, dass sie viel zu ihrer Arbeit zu sagen haben, auch viel zur Literatur zu sagen. Und dazu haben wir heute drei wunderbare Gäste eingeladen. Zwei davon gehören zum vielversprechenden Nachwuchs der japanischen Literaturübersetzerszene. Ich beginne mit Yukiko Luginbühl. Yukiko, zeig dich mal gerade, schalt dein Video ein. Hallo Yukiko. Yukiko ist halb Schweizerin, halb Japanerin, wenn ich mich nicht irre, und hat bereits einen Film untertitelt, einen japanischen Film auf Deutsch untertitelt, hat mehrere Kurzgeschichten übersetzt und wartet noch darauf, ihre erste Romanveröffentlichung vielleicht demnächst irgendwann auch lancieren zu können. Sie hat Japanologie und vergleichende Literaturwissenschaft studiert, ganz genauso wie Peter Eichinger-Fankhauser. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Auch Peter hat Japanologie und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Das haben die beiden schon mal gemeinsam, abgesehen davon, dass sie beide noch an ihren übersetzerischen Anfängen stehen. Wobei Peter, der jetzt an der Uni tätig ist, tatsächlich auch schon einen wichtigen Preis gewonnen hat. Das war wahrscheinlich eine große Überraschung, dass das auch so schnell ging. Und zwar für, das muss ich jetzt mal ablesen, weil ich es gar nicht im Kopf habe, für zwei Kurzgeschichten von Kawakami Hirome. Der Kurzgeschichtenband heißt Sara Sara. Und dafür hat er den Übersetzerpreis der Stadt Wien gewonnen im vergangenen Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Unsere Veranstaltung heute wird moderiert von Nora Bierich, die denjenigen, die vielleicht öfters schon bei diesen Veranstaltungen zu Gast waren, eventuell schon bekannt ist, denn im vergangenen Jahr war sie schon einmal auf unserer Bühne zusammen mit Ursula Gräfe, der Murakami-Übersetzerin. Beide, Ursula Gräfe und Nora Bierich, wurden 2019 mit dem Übersetzerpreis der Nippon Foundation
ausgezeichnet, beziehungsweise dem Noma Honyoku-Sho. Und Nora übersetzt, sie hat auch schon Murakami Haruki übersetzt, übersetzt aber vorrangig den japanischen Literaturnobelpreisträger Kenzaburo Oe, außerdem auch Yukiko Mishima, über den wir im vergangenen Jahr die Veranstaltung zusammen mit Ursula Gräfe hatten. Und ja, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei diesem Gespräch und möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das Publikum sich beteiligen kann am Schluss, wenn die drei erstmal über ihre Arbeit erzählt haben, vor allem Yukiko und Peter. Bitte benutzen Sie dazu den F und A-Button. Der findet sich ganz rechts unten auf Ihrer Leiste. Wenn Sie zwischendurch Kommentare haben, applaudieren möchten, was auch immer, dann können Sie das auch über die Chat-Funktion tun oder die anderen Funktionen, die zur Verfügung stehen. Aber alle Fragen bitte in die F und A-Sektion und ich werde die Fragen dann am Ende weitergeben und Sie werden dann hoffentlich auch beantworten. Jetzt wünsche ich ganz viel Spaß. Ja, hallo. Vielen Dank, Karin, für die nette Vorstellung. Karin war es überhaupt, die das Gespräch zwischen uns dreien initiiert hat, was mich sehr gefreut hat. Ich kannte Peter und Yukiko ein bisschen aus anderen Zusammenhängen, aber teilweise auch noch nicht so öffentlich. Und es war total schön, dass wir uns jetzt in der Vorbereitung schon ein bisschen näher kennengelernt haben. Ja, hat mich irgendwie sehr gefreut. Also vielen Dank an Karin. Und für mich ist es auch, also ich bin ja etwas länger schon im Übersetzungsgeschäft. Ich übersetze jetzt so etwas über 25 Jahre und fühle mich schon so, im Japanischen würde man einen Veteran sagen oder ein alter Hase quasi. Und merke, dass es mir auch, weil ich eben ein bisschen älter bin und schon länger dabei bin, ein Anliegen ist, mit jüngeren also Übersetzerinnen mehr in Kontakt zu kommen. Und einerseits klingt immer so ein bisschen blöd, meine Erfahrungen oder von meinen Erfahrungen vielleicht auch ein bisschen zu berichten, aber auch Hilfestellung zu leisten, was man bei Peter und Yukiko zum Beispiel merken kann. Beide haben Talent, das zeigt ja auch Peters Preis und Yukikos. Also beide haben schon Sachen veröffentlicht, aber eben noch keinen großen Roman oder kein ganzes Buch. Und dass es anscheinend doch schwierig ist, in das Übersetzungsgeschäft, sprich an Verlage zu kommen. Ja, und dass ich schon denke, da können die älteren Übersetzerinnen oder die erfahrenen Übersetzerinnen vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung leisten oder ja, irgendwas katalysieren. Zum Ablauf unseres Gesprächs, also wir haben bestimmt ein paar Fragen vorbereitet und wollen uns möglichst zusammen unterhalten, auch wenn das jetzt nicht analog stattfindet, sondern alles über den Bildschirm geht, hoffe ich, dass das für alle spannend und aufschlussreich sein wird. Und wir hatten gedacht, dass wir gerne vielleicht so eine Stunde zu dritt sprechen und dann aber auch, je nachdem, wenn es vom Publikum Fragen gibt, gerne auf Fragen antworten. Möglichst sollen Yukiko und Peter ins Gespräch kommen, aber natürlich kann ich auch Fragen beantworten. Und es wäre schön, wenn Sie sich da sozusagen ohne Zurückhaltung dran beteiligen. Wenn es jetzt aber keine Fragen oder nicht viele Fragen geben sollten, dann würden Peter und Yukiko auch noch zum Beispiel aus ihren Übersetzungen vielleicht lesen oder vielleicht ergibt sich ja auch, dass man das beides machen kann. So, jetzt möchte ich gleich mit der ersten Frage einsteigen, die ganz allgemein ist, an beide gerichtet. Yukiko wird den Anfang machen mit der Antwort. Wie seid ihr überhaupt zum Japanischen gekommen und zum Übersetzen? Ja, vielen Dank, Nora, für die Einleitung und danke, Karin, auch nochmal für die Einladung. Und ja, genau, ich darf jetzt beginnen mit der ersten Frage, also die zu beantworten. Genau, wie bin ich zum Übersetzen und zum Japanisch überhaupt gekommen? Also, wie man es in meinem Namen anhört oder wie wir auch in der Einleitung schon gehört haben, also ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen, also in der schweizerischen und japanischen. Ich habe einen schweizerischen Vater und japanische Mutter. Und ja, also übersetzt habe ich eigentlich schon immer. Also ich war, aber nicht unbedingt nur Sprache. Also gut, mein Vater kann leider nicht so gut Japanisch, aber vor allem auch das Innere, das Denken, das, warum, das Verhalten. Warum ist das jetzt so? Wie kann ich das jetzt zeigen dem anderen, zeigen, wie das
wie das ist, wie das gemeint ist oder so. Das habe ich mir, glaube ich, schon als Kind immer überlegt. Ja, und meine Eltern sind Musiker, also während mein Bruder auch in diese Richtung gegangen ist, habe ich mich aber immer für die Literatur interessiert und habe dann Japanologie und Komparatistik studiert, eben wie schon gesagt wurde. Und da habe ich eigentlich versucht, immer diese Frage, also mein Ziel war es eigentlich, eben diesen Wurzeln, also auf die Spur zu kommen. Also was ist das eigentlich, dieses Denken, was anders ist, was ich immer gedacht habe, warum das anders ist. Und genau, und so bin ich dann, ich wollte die Fragen irgendwie durch die Literatur finden. Und genau, und ich bin eigentlich immer noch dran, das herauszufinden. Übersetzen war ich immer ein Traum von mir. Ich musste zuerst die Schrift lernen und ja, das weiß auch Peter das ist, und Nora, das ist ein langer Prozess. Aber genau, dann erst eigentlich 2019 habe ich dann begonnen, einen ersten Schritt zu machen, wirklich in diese Richtung, und bin dann, habe dann an den Stammtischen des VDÜ, also des Vereins der literarischen Übersetzer in Deutschland, die haben einen Stammtisch an verschiedenen Orten, und ich habe begonnen, da teilzunehmen. Und so bin ich etwas wirklich in Kontakt gekommen, konnte so wertvolle und schöne Bekanntschaften auch machen. Genau, und dann war das Seminar, da habe ich Nora und Karin, also schon ein bisschen vorher, aber Nora hat dann noch richtig direkt auch kennenlernen dürfen. Und das war so ein Seminar für Übersetzer aus ostasiatischen Sprachen. Das war sehr interessant. Und das hat mir dann auch einen Kontakt zu diesen Filmregisseuren gebracht, wo ich dann den Untertitel, also mithelfen durfte, die Untertitel zu machen. Ja. So. Ja, dann übernehme ich gleich. Ich wollte mich auch noch bedanken dafür, dass ich da sein kann bei der Nippon Connection und bei Karin und Nora. Ich bin voll froh, dass das so zusammengewürfelt wurde. Wie bin ich zum Japanischen gekommen? Also es klingt irgendwie so straightforward eigentlich, sehr geradeaus, wenn man sagt, Japanologie studiert und Komparatistik und jetzt will er sich mit Übersetzung beschäftigen und so, aber so fühlt es sich für mich überhaupt nicht an. Es war eher über Umwege. Im Studium war das Übersetzen gar noch nicht so Thema. Das erste Mal mit Japanisch Kontakt hatte ich eigentlich in Amerika, als ich da mit 16 auf einem Austauschjahr war, und da habe ich dort an der Schule dann einen Japanischkurs besuchen können, und da habe ich Feuer gefangen für die Sprache, aber auch für die Populärkultur. Der Yaegashi-Sensei, der Herr 8 schwere Eichen, der hat uns damals sehr begeistert einfach dafür, und ich dachte mir dann, als ich vor dem Zivildienst ein Semester Zeit hatte, ja, dann fange ich mal mit Japanologie an als Nebenstudium. Und das ist dann nie ein Nebenstudium geworden für mich, sondern sehr bald schon zum Hauptstudium geworden und zum Zentrum meines Interesses. Und ja, wie gesagt, war nicht so der sprachliche Schwerpunkt, sondern eher sozialwissenschaftlich ausgerichtet in Wien. Und auch wenn ich die Komparatistik dann dazugenommen habe, so aus Freude an der Literatur, war ich dann, nachdem ich mich von der Uni verabschiedet habe, quasi war ich in der Privatwirtschaft, im Beratungswesen, ja. Und jetzt arbeite ich zwar wieder an der Uni, und ich habe immer geschaut, dass ich da ein bisschen Zeit auch schaffe fürs Übersetzen. Aber ja, so geradlinig hat sich das gar nicht angefühlt. Und die erste Übersetzung war dann eben vor 2 Jahren mal. Genau, vielleicht kann ich da auch dann gleich anschließen, weil ihr habt das irgendwie jetzt, finde ich, sehr gut beschrieben, dass es euch am Herzen liegt, zu übersetzen, und die Literatur, also ihr habt ja unterschiedliche Richtungen, in die ihr tendiert, aber sozusagen, dass ihr beide brennt eigentlich dafür, Literatur zu übersetzen. Jetzt seid ihr aber jetzt beide noch nicht Übersetzerinnen geworden. Was hindert euch daran? Also man kann es sich vorstellen, aber vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen ausführen. Jetzt vielleicht Peter zuerst. Also ich habe eben schon gesagt, ich habe versucht, irgendwie bei den Jobs, die ich eben dann nach der Unizeit angefangen habe, auf Teilzeit zu achten, damit ich nebenbei mich mit dem Übersetzen beschäftigen kann. Und es ist wirklich schwer, diesen ersten Fuß in die Tür zu kriegen. Also zuerst habe ich sowieso mal gedacht,
erstmal üben und quasi studieren und nicht zu schnell an die Öffentlichkeit damit. Also ich habe irgendwie lange noch so ganz kleine Probeübersetzungen für mich selber gemacht und hätte nie daran gedacht, dass ich die schon irgendwo hinschicke oder so. Also da habe ich sicher auch Zeit vertan, so gesehen. Aber ja, genau, diese Feuerprobe fehlt irgendwie noch. Also den einen Roman mal zu übersetzen, bezahlt einen ganzen Roman zu übersetzen und und das wirklich halt zum Mittelpunkt zu machen, zumindest beruflichen Lebens, das ist einfach noch nicht gewesen. Ich glaube, das braucht es auch noch, um wirklich diesen, um auch eine Entscheidung treffen zu können. Also wie sehr soll das Teil und kann das Teil meines Lebens sein? Und ich denke, was auch auf der Hand liegt irgendwo, dadurch, dass man, also selbst ein Auftrag wäre jetzt auch noch kein, würde einen noch nicht erhalten. Ja? Also der finanzielle Aspekt, der muss mitgedacht werden irgendwo. Und also der finanzielle Aspekt und dann ist ja auch noch eigentlich, wenn man sich ganz jetzt abgesehen, also man kann nicht davon absehen, leider, aber wenn man einfach denkt, sich das ganz konkret mal vorstellt, oder? Also dass man einfach nur übersetzt und das ist, also ich habe jetzt auch bei meinen Übersetzungen, das waren ja nur Erzählungen bislang, aber das ist schon sehr intensiv, also man ist stundenlang manchmal an einer Seite, einen Tag oder so, und es geht, ja, es ist einfach alleine, oder, und immer sitzen und nachschauen und alles, und ich denke, das muss einem auch liegen, vielleicht dieses auf sich alleine gestellt, so alleine arbeiten auch, also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass mir das liegt, aber wahrscheinlich eben, wie du sagst, muss man es ausprobieren. Ja, vielleicht kann ich hier ja auch nochmal einschalten. Also ich glaube, irgendwie habe ich jetzt gerade einen Hall, aber ich glaube, dass das ist definitiv so, dass man gut, also man muss sich disziplinieren können zum Beispiel auch, nicht nur allein sein können und einsam vor sich hinarbeiten, sondern muss ja auch Disziplin haben. Also ich glaube, viel fällt das auch schwer, sich wirklich morgens hinzusetzen und dann auch bestimmtes Pensum sozusagen auch zu schaffen. Aber ich wollte noch mal sagen, also das, warum wir jetzt hier auch zusammenkommen, also es gibt ja auch viele andere Übersetzerinnen und es ist eben sehr, sehr wichtig und aber auch sehr schön, den Austausch mit anderen Übersetzerinnen zu suchen. Also das ist schon eine tolle Möglichkeit und ob es jetzt die Stammtische sind oder die Weltlesebühne oder der Deutsche Übersetzerfonds, der viele Seminare organisiert oder Loren in der Schweiz oder in Österreich gibt es bestimmt, da werdet ihr noch berichten. Also es gibt Gott sei Dank ja auch den Austausch und der ist so wichtig, auch gerade wenn man als japanische Übersetzerin gibt es ja nicht so viele andere meistens, also vielleicht noch in anderen Ländern, aber nicht in Deutschland. Und dann ist auch gerade der Austausch mit Übersetzerinnen aus anderen Sprachen wichtig, weil man merkt, es gibt zwar spezifisch japanische Probleme auch, aber eigentlich das Übertragen ins Deutsche ist für alle eigentlich doch sehr ähnlich und die Probleme, die sich da stellen, sind sehr ähnlich. Und man kann ganz toll mit ganz vielen anderen Übersetzerinnen reden und sich austauschen. Ja, also das nur so als Ermutigung. Man ist nicht nur allein auf weiterem Flur. Das stimmt. Ja. Aber ich habe dich ein bisschen unterbrochen vielleicht, oder euch? Gar nicht, nein, das ist auch, ich erinnere mich jetzt gerade an das Seminar vom Deutschen Übersetzerfonds, das wir in Berlin hatten, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Also da war es eben auch so, also man konnte sich, wir waren Übersetzer aus verschiedenen Sprachen, also Chinesisch und Koreanisch. Aber man konnte sich wirklich, das Problem liegt oft im Deutschen auch und konnten uns sehr gut unterhalten. Das war sehr schön. Auch wenn es zurzeit ja ein bisschen schwieriger ist, Leute live zu treffen, gell? Aber was du sagst, Nora, zur Disziplin, das ist auf jeden Fall so, mir hat das total geholfen, dass ich da eine Trennung eingezogen habe und quasi an die Bibliothek gegangen bin an den Tagen, die ich mir freigehalten habe, quasi für die Übersetzung. Und ich hatte da dann auch gar nicht die Erfahrung, dass ich mich einsam gefühlt habe, weil ich habe noch ein paar Freunde, die im Studium sind. Und dann haben wir quasi die Lernsession gemacht, nur habe ich halt mich mit Japanisch beschäftigt und mit Literatur. Und es hat mir auch ganz viel Auftrieb gegeben, da so in einer Arbeitsgemeinschaft quasi drinnen zu sein. Ja. Ja, und was ich zum Beispiel auch, also ich meine, es gibt ja auch verschiedene Lebensphasen und mir hat es, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen banal, aber als ich dann sozusagen ein Kind bekommen habe, das ist halt was man, also übersetzen kann man auch parallel
Also das war zum Beispiel auch, also es hat sozusagen auch seine Vorteile. Man ist halt, man kann zu Hause arbeiten, man kann sich die Zeit selber ja, aufteilen. Und das war zum Beispiel auch, und dann kommt so ein so anderes Leben noch dazu. Also dann ist es auch nicht mehr so, dann ist die Einsamkeit, glaube ich, oder war bei mir jetzt nicht das Problem. Also im Gegenteil, dann hat man einen ruhigen Teil und einen irgendwie ein bisschen lebendigeren oder sozialeren oder so. Also es ist ja nicht, man arbeitet ja nicht nur. Gut, ich glaube, ich lasse so ein bisschen, also ihr könnt sonst auch noch was dazu sagen, was ihr jetzt, ja, vielleicht sagt ihr kurz, was ihr jetzt macht, also womit ihr euer Geld verdient, wenn es mit dem Übersetzen noch nicht so klappt. Also, dann fange ich, ich bin jetzt, also nach dem Studium habe ich habe ich ein paar Jahre im japanischen Generalkonsulat gearbeitet, in der Kulturabteilung, und habe da sozusagen auch mein Wunsch, eben so Brücke zu sein, doch auch ein wenig leben können oder diesen Traum. Und jetzt mache ich eigentlich immer noch sowas, einfach in einem anderen Gebiet. Also ich bin unterrichte jetzt Japanisch an der Uni Augsburg, am Sprachenzentrum. Ja, und so verdiene ich das Geld. Das ist auch eine Art Brücke sein und so. Ja, und bei mir, also ich war zuerst noch an der Uni beschäftigt und war dann in der Forschungsförderung für eine Zeit. Und jetzt bin ich wieder an der Universität, allerdings in der Verwaltung, im Qualitätsmanagement an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und fühle mich dort wohl und mag eigentlich dieses zweigleisige Fahren ganz gerne. Also mich neben dem Bürojob, der wirklich sehr angenehm ist und auch mit super Kollegen, nebenbei noch mit dem Übersetzen zu beschäftigen. Aber es geht sich halt nicht immer gut aus und ja. Also ich finde, das mit der Zeit ist doch irgendwie so ein etwas Bezwicktes, oder? Weil es, also um einen Fuß zu fassen, muss man einen Vertrag haben, also denke ich. Und dann, weil die meisten, ja, also so kommt man auch vielleicht besser an Stipendien oder so. Aber das Problem ist, um einen Vertrag zu haben, muss man so viel Zeit und also ja, wirklich viel Zeit investieren, um sich zu bewerben oder Verlage zu kontaktieren und Exposés zu schreiben. Und gleichzeitig muss man leben, also muss man Geld verdienen. Das ist so, ja, ich weiß nicht wie. Tatsächlich leben daneben auch noch, gell? Ja, andere. Ja, also klar, wenn jetzt die Zusage käme und es hieß irgendwie, in 6 Monaten sollte was fertig sein, ist das der neue Punkt, an dem man nachdenken muss und ein bisschen die Karten neu mischen, ja. Gut, aber ehe jetzt die neuen Aufträge ins Haus rasseln, frage ich euch mal zu dem, was ihr bisher übersetzt habt. Also beide von euch haben kleinere Texte übersetzt, ein paar sind veröffentlicht worden. Vielleicht könnt ihr ja beide mal kurz darüber berichten. Und nochmal, ja, genau. Und dann vielleicht auch nochmal, das ist interessant, weil Peter hat auch eher Schriftstellerinnen übersetzt und eher sozusagen moderne Jetztzeit-Autorinnen, während Yukiko auch, also sich auch für Gegenwartsliteratur interessiert, aber auch stark den Wunsch hat, wenn sie was übersetzen könnte oder vorschlagen dürfte oder wie auch immer, auch ältere schon tote oder gestorbene Autorinnen zu übersetzen. Und macht es einen Unterschied sozusagen? Weibliche Stimme, männliche Stimme, alt, neu? Okay, da fange ich vielleicht gleich an. Also der erste Text, den ich übersetzt habe, das war tatsächlich von einem Mann, das ist vom Machida Ko. Also in dieser Literaturzeitschrift in Gunso ist der Text erschienen. Und das ist der erste Text, den ich auch in den Heften für ostasiatische Literatur also publizieren konnte. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, aber seither waren es tatsächlich eher weibliche Autorinnen. Also Kawakami Hiromi, Imamura Natsuko. Was hätte ich da denn da? Genau, also das ist der schon leicht zerfledderte Einband von Sara Sara, einer Kurzgeschichtensammlung von der Kawakami Hiromi. Und ja, das, also die Geschichte von Ko Machida, der übrigens ein super cooler Typ ist, der war in den 80ern, 90ern voll der bekannte Punkrock-Star in Japan oder Punkrocker. Und
der ist eine total interessante Person, ist schon sicher ein arrivierter Schriftsteller einerseits, aber auch Schauspieler eben und Musiker und ganz unkonventionell, und das gilt auch für seine Geschichten. Über die erzähle ich dann vielleicht eh noch was, aber ja, da geht es um ein Haustier, das wiedergeboren wird und sein Herrchen sucht. Ja, ansonsten eben Kawakami Hiromi hat mir viel Spaß gemacht. Die kannte ich halt schon auf Deutsch. Also die Bücher, also die sind ja schon einige auf Deutsch erschienen. Und als ich Matura gemacht habe 2009, da gab es zum Beispiel, also da ist, glaube ich, eins von denen gerade rausgekommen. Ich glaube, Herr Nakano und die Frauen war das 2009. Und deswegen habe ich die in Japan mal im Book-Off einfach abgestaubt und mich dann eben still damit beschäftigt und viel Freude damit gehabt. Ja. War auch ganz spannend, was zu übersetzen, wo es schon eine deutsche Stimme dazu gibt. Ja, und ein Buch, das mir jetzt am Herzen liegt und wo ich eben schon begonnen habe zu übersetzen oder schon einiges übersetzt habe, das ist Hoshinoko von Imamura Natsuko. Und da ist der Einband leider nicht sehr vielsagend. Vielleicht kannst du kurz sagen, was Hoshinoko heißt? Hoshinoko heißt Sternenkind oder Kind der Sterne, wobei ich es, weil es ganz stark in dem Buch vorkommt, kommt Venus-Tau vor und Segen der Venus, und deswegen würde ich das mit Venus-Kind übersetzen. Auch weil Sternenkind ganz was anderes heißt auf Deutsch und ja, sicher nicht auf das Thema passt des Buches. Ja. Aber das war jetzt nur mal so ein kleiner Überblick. Also ich habe noch ein paar andere Sachen übersetzt. Mich sogar mal am Buch der Fünf Ringe versuchen müssen, unter Anführungszeichen. Und auch schon mit Manga-Seiten herumgespielt. Ja. Also bin da kreuz und quer, aber ganz wenig klassische und ältere Texte, muss man sagen. Ja. Genau, vielleicht kannst du da anschließen, Yukiko. Ich glaube, das Erste, was ich übersetzt hatte, war eine Erzählung von Dazai Osamu, Yuki no Yoru no Hanashi, so eine Schneegeschichte. Und dann habe ich auch eine Erzählung auch von einem Älteren, von Miyazawa Kenji, auch von meinem Bruder damals das Geschenk mal übersetzt, einfach so, genau. Danach, dann habe ich noch Kinderbücher, Kinderbücher, oder nicht nur Bücher, aber so Werke, sagen wir. Also eins war tatsächlich ein Buch, ein Bilderbuch. Das war ein Projekt, dass wir so ein Bilderbuch vertont haben. Mein Vater, der hat was dazu komponiert. Und genau, es gab nicht so viel Text, aber genau. Aber das war spannend. Das war von einer Autorin, die, das war 2011 geschrieben, also nach der Katastrophe. Von Ostjapan, und die wohnte eben in Sendai, und deshalb war das ein bisschen so das Thema, so Tiere fragen sich, warum sie noch da sind. Und so. Genau, das war das, und dann habe ich auch zwei Kamishibai übersetzen können, die dann auch erschienen sind. Das sind diese Papiertheater, diese Kinderpapiertheater, wo man immer ein Bild dann wegzieht. Auf der Nippon Connection gab es auch schon ein paar Mal so Veranstaltungen, wo das vorgeführt wurde. Genau, konnte ich auch in den Heften für ostasiatische Literatur eine Geschichte von Tanizaki Jun Ichiro übersetzen und publizieren. Erst jetzt, also im Mai, in dieser Ausgabe. Und eben dann die Untertitelung des Films. Also das waren so ein bisschen meine Projekte. Also wie gesagt, also im Gegensatz zu Peter, schon verstorben, also mehrheitlich schon verstorbene Personen, außer jetzt die Kinderliteratur nicht. Und warum? Also das, genau, also ich habe mich auch gefragt, aber ich glaube, es ist wirklich, der Grund, warum ich überhaupt in diese Richtung gegangen bin, war eigentlich schon, diese Wurzeln irgendwie kennenzulernen. Ich dachte plötzlich, vielleicht ist es deswegen. Mich hat wahnsinnig während dem Studium auch schon die Meiji-Zeit interessiert.
wo auf einen Schlag, also ich glaube wie in keiner anderen Epoche, auf einen Schlag die westliche Kultur auf Japan getroffen ist und die Literaten völlig überordnet oder also waren oder damit, also das hat mich so interessiert, was haben die damit gemacht, also wie sind die damit umgegangen und genau, und so auch vielleicht auch dann in der Nachkriegszeit mit der amerikanischen Besetzung, auch da gab es wieder einen zweiten Schwall und also wie, ja, also ich glaube, diese Konfrontation hat mich immer interessiert und das den Fragen, die ich nachgehe, die finde ich irgendwie eher da. Aber, okay, so aber ein Abarbeiten an den Einflüssen, die da aufeinander treffen. Okay, ja. Ja, vielleicht darf ich auch nochmal, jetzt mache ich nochmal bei Yukiko den Anschluss, weil du hast ja auch Sachen, die du gerne übersetzt, also beide habt ja Sachen, die ihr gerne übersetzen würdet. Und bei dir ist es zum Beispiel Hayashi Fumiko, also das auch sozusagen, das ist Vorkriegszeit oder unsere Vorkriegszeit und super interessant und dazu kommt, dass sie in Deutschland auch kaum übersetzt ist. Sie ist super berühmt, du kannst gleich noch ein bisschen was dazu sagen in Japan, aber es gibt eben auch so Lücken in der deutschen oder in der übersetzten japanischen Literatur im deutschsprachigen Raum, also das spielt ja auch eine Rolle, ne? Also sowohl in der gegenwärtigen, aber auch vor allem auch in der klassischen oder in der älteren japanischen Literatur. Magst du einfach noch mal was zu ihr sagen? Ja, gerne. Also genau, Hayashi Fumiko ist tatsächlich eine Autorin, die ich gerne übersetzen würde, weil sie, ja, also sie hat 1903 bis 1951 gelebt, also ihre Blütezeit hatte sie zwar erst nach dem Krieg, also da hat sie wirklich richtig Gas gegeben und ganz viel geschrieben, aber die war wirklich, also sie war eine große, viel gelesene Autorin in Japan und sie war, also vielleicht an ihrer Trauerfeier war, also das das Komitee, wie sagt man, der Chef des Trauerkomitees, war Kawabata Yasunari, also er war zwar sehr kritisch, dann, das ist auch noch eine berühmte Episode, aber trotzdem, also das zeigt, dass sie hat auch mit wirklich großen Autoren zu tun gehabt, Shiga Naoya und so, das waren alle, die haben viel Kontakt gehabt und genau, ja, sehr interessant auch eben, weil sie so über die Themen, die sie schreibt immer, also weil sie selber so war, also sie war als ganz armes Kind aufgewachsen, als Tochter von zwei, wie sagt man, Hausierern, also so war von immer, hat nie, also immer wieder umgezogen und ja, und dann nach Tokio und dann so sich unten durchgeschlagen mit Kellnern, damit sie schreiben konnte, also gar nicht diesen konventionellen Weg des, ja, Familie haben wir ja danach noch vielleicht das Thema, also diesen konventionellen Weg ist sie nicht gegangen. Und darüber schreibt sie dann auch, über Frauen, die eben nicht das machen, sondern sich irgendwie durchschlagen müssen und dann aber nicht so glücklich sind, aber ich finde es sehr interessant, wie sie das schreibt, so eine gewisse Passivität, die sie da ausdrückt. Und ja, also sehr interessante. Ja, ist ja auch ein sehr interessantes Frauenbild oder jetzt auch im Zusammenhang mit Familie, dem Thema der Nippon Connection, auch so die Art, wie sie sich weigert, so eine bestimmte Rolle zu vertreten, anzunehmen. Mhm. Genau, und über die hast du auch deine Magisterarbeit oder deine Masterarbeit geschrieben. Ja, genau. Also ich habe sie, also das vielleicht eben für die Connection auch noch interessant, das Naruse Mikio, also das ist einer der vier größten großen Regisseuren, japanischen Regisseuren des klassischen japanischen Kinos und er hat 6 ihrer Romane verfilmt und ist damit eigentlich auch berühmt geworden. Also sein Meisterwerk Ukigumo ist auch ihr Meisterwerk. Also es ist wirklich, also darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Ich habe über das Werk Ukigumo und dessen Verfilmung genau geschrieben. Magst du da anfangen, Peter, vielleicht auch sagen, was du gerne übersetzen würdest und vielleicht worüber du deine Masterarbeit geschrieben hast? Oder? Ja, also ich bin eben viel mehr im Zeitgenössischen irgendwie zu Hause. Es hat sicher auch mit der Ausbildung bei uns in Wien zu tun, also dass wir halt Alltagssprache, Alltagsjapanisch, wenig literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt eben, wobei der, also das gilt vor allem für die Zeit, wo ich dann begonnen habe zu studieren.
Meine Arbeit, Masterarbeit hat gar nichts zu tun mit Literatur. Die ging total in die sozialwissenschaftliche Richtung. Deswegen sage ich bin da ein bisschen hin und her. Also das war ein sozialpsychologisches Thema eigentlich, wo es um Freundschaft und Selbstoffenbarung in Freundschaften ging. Da habe ich also viel gerechnet und wenig gelesen dafür. Aber was ich jetzt gerne übersetzen würde, also abgesehen davon, wir haben das in der Vorbereitung, haben wir uns da schon gegenseitig angelacht, dass wir gerade sowieso, dass wir gerade jede Herausforderung gerne annehmen würden, weil es halt eben auf diese eine Chance, die halt wirklich ermöglicht, dass man sich mal richtig nur damit beschäftigt. Und davon abgesehen, ja, eben ich hab Freude mit diesem Buch von Imamura Natsuko, Hoshinoko. Das würde ich gerne übersetzen. Und ein Freund hat mich vor einer Weile gebracht auf eine wahnsinnig, in Japan ja wahnsinnig berühmte und auch bei uns schon bekannte, Wata Yarisa, die auch schon, also deren Romane schon öfter verfilmt wurden auch. Und sonst, ich hab Freude an so Büchern, die, also vielleicht, was du übersetzt hast, Nora, das Go von Kaneshiro. Genau, von Kaneshiro. Das ist, vor kurzem habe ich das wieder gelesen und das ist so ein wunderschönes Beispiel, finde ich, für ein Buch, das man gerne übersetzt oder das ich gerne übersetzen würde auch, weil es eine schöne Geschichte ist, eine schöne persönliche Geschichte, coole Sprache und gleichzeitig greift es aber ein total wichtiges Thema auch auf. Ja? Also es geht um dieses Fremdsein in Japan auch oder nicht akzeptiert sein in Japan, obwohl man sich vielleicht gar nicht so fremd fühlt. Also Zainichi, wenn man eben, also die Thematik, dass man quasi als einen gewissen Ausländerstatus hat, obwohl man in Japan geboren ist, zum Beispiel als südkoreanischer Staatsbürger. Und das Buch hat eben gesellschaftlich relevante Themen, die gerade vorkommen und ist aber wunderschön und hat eine schöne Geschichte drin. Und das wäre so ein Beispiel für etwas, woran ich glaube ich viel Spaß hätte. Aber und ist mal verfilmt worden, auch noch. Den habe ich noch nicht gesehen, ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Aber das finde ich auch eben interessant. Ich würde auch gerne, also wenn, das ist doch so interessant, so. Also wir werden vielleicht später noch dazu kommen. Aber dieser Roman Go so eine die Perspektive so ausweitet, also so nicht nur Japan intern, sondern die Verbindung schafft zu den anderen Nachbarländern oder irgendwie. Ja, es öffnet irgendwie. Also das, also genau. Das finde ich schön. Ja, da hast du ja auch, du hast ja auch noch eine andere Autorin, die du gerne übersetzen würdest, eine Gegenwartsautorin, die also, genau, kannst du ja vielleicht kurz, weil ich glaube, sonst gehen wir dann auch weiter, genau. Kannst du ja noch kurz einen Satz sagen? Ja, das ist genau Nishi Kanako. Die hat sie ist Illustratorin und auch, also sie hat sehr vier Romane von ihr sind auch verfilmt worden und alle, also drei davon sind auch mit Nippon Connection auch gezeigt worden. Zum Beispiel eines ist Hiroizo, der gelbe Elefant. Genau, und sie hat einfach auch diese ganz interessante Perspektive, dass sie immer, also sie setzt sich zum Ziel, ihre Perspektive zu verlassen und als Japanerin, als Frau, also viele ihre Protagonisten sind Männer, also sie schreibt in der Ich-Form, aber einer Mann. Oder eben dieses Buch geht jetzt um das andere, geht um ein Mädchen, ein syrisches Mädchen, das ein Adoptivkind aus Syrien, das von einem amerikanischen Vater und einer japanischen Mutter großgezogen wird, aber in Japan. Und dann sieht man Japan aus der Perspektive von außen. Ja. Ja, genau. Willst du noch einen Satz sagen, Peter, zu deinen Fantasy-Fantasien? Na, das ist nur, das ist etwas, was ich eben in der Vorbereitung angemerkt habe, war so, was gibt es eigentlich für Literatur, für japanische Literatur überhaupt auf Deutsch, ja? Und da habe ich halt,
Also es ist halt so, dass bestimmte Dinge aus Japan übersetzt werden und dass das zwar teilweise wird schon versucht, das aufzubrechen, aber sowas wie japanische Fantasy oder japanische Sci-Fi, das ist was, und das nicht zu uns kommt. Ja. Das ist ja aus dem englischen Sprachraum ja ganz anders. Also da wird irgendwie alles rezipiert. Ja. Da lesen wir die Biografie vom Präsidenten oder sowas eher noch als von unseren eigenen Politikern. Eben auf literarischer Seite gibt es eigentlich kein Genre, das nicht abgedeckt wäre. Ja? Man kann auf Deutsch auch Western lesen, aber bei der japanischen Literatur ist halt dieser Fluss von was es ins Deutsche schafft, der ist noch viel enger. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit japanischer Science-Fiction. Bei Fantasy habe ich ein paar wenige Sachen gelesen, die kriegt man halt dann, oder zu der Zeit, wo ich das gelesen habe, bekam ich die halt eher nur auf Englisch in die Hand. Ja. Ein Buch, das ich da irgendwo in meinem Stapel finde, das wäre das hier zum Beispiel, die Gwyn-Saga. Ja, das spiegelt jetzt ganz schön. Aber das ist eine ganz interessante Fantasy-Reihe, die ist vermutlich überhaupt eine der längsten von einer Autorin geschriebenen Buch rein. Also das ist von der Kurimoto Kaoru und da gibt es auf Japanisch gibt es da über 130 Bände und es gibt Anime und Manga davon und Realverfilmung und so und den Sprung ins Deutsche schafft das aber trotzdem nicht. Das wäre da, Nora, vielleicht hast du da mehr Ahnung, wieso das eigentlich so ist, aber es ist auf jeden Fall so. Bei Fantasy und oder Sci-Fi kenne ich mich jetzt gar nicht aus, aber es ist ja interessant, weil ich könnt ihr ja auch noch mal was dazu sagen, was euer Eindruck ist. Also Japan rangiert ja momentan als über oder sozusagen in dem, was übersetzt wird ins Deutsche, ist Japan an dritter bzw. vierter Stelle, was natürlich vor allem oder eigentlich komplett den Manga geschuldet ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt wahnsinnig viel Literatur und zum Beispiel, ich habe Philosophie studiert, also im Theoriephilosophie oder sozialwissenschaftlichen Bereich wird so gut wie gar nichts im Sachbuch oder so übersetzt. Also das ist schon, da ist das Übersetzungsverhältnis auch gemessen daran, was alles, was du jetzt gesagt hast, was von Amerika hierher kommt, also was alles nach Japan kommt, wie viel deutsche Literatur oder deutschsprachige Literatur in Japan verfügbar ist und welche auch noch so abstrusen oder random Autoren irgendwie auch da übersetzt werden und das spiegelt sich gar nicht wieder. Also vielleicht könnt ihr noch mal sagen, was euer Eindruck ist, was momentan zum Beispiel so in Deutschland übersetzt wird. Und also klassische Literatur ist es jedenfalls nicht. Ja, also ich habe das Gefühl, also ihr könnt sagen, was ihr denkt, aber ich habe das Gefühl, es wird oft, der Anspruch ist nicht japanische Literatur oder japanische Kultur, also zu repräsentieren, sondern Japan vorzustellen. Also man will Japan kennenlernen, so als ja, irgendwie so als Land. Also so, weil dann kommt eben dieses, wir haben gesprochen, viele Vorbereitungen über Brüste und Eier zum Beispiel, dieser Titel schon. Also es ist es muss immer so sehr schräg sein, irgendwie, habe ich das Gefühl, so möglichst, ja, was anderes, ja. Das ist mein Eindruck. Ja, also ein Stück weit denke ich, das stimmt zum Teil, ja, also Japan wird schon immer noch, glaube ich, also da ist das Wort Exotismus halt nicht so ganz fern, ja, obwohl schon viel übersetzt wird. Es gibt schon gewisse Vorstellungen, denke ich, die auch vom Literaturmarkt bedient werden. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es eine Aufgabe von ich traue mich nicht mal zu sagen, uns als Übersetzerinnen möglichst vielfältig irgendwie Stimmen aus Japan hierher zu bringen. Ich denke, Kultur zu vermitteln oder so, es ist sowieso kann niemand alleine, ja. Und ich denke, es geht darum, so viel wie möglich irgendwie
so viel wie möglich zu übersetzen und im besten Fall wird irgendwie in der ganzen Welt Literatur aus der ganzen Welt gelesen. Ne? Und was am deutschen Literaturmarkt eben gerade passiert, ja, die Aufarbeitung, die fehlt irgendwie. Also Nora, wie du gesagt hast, das ist in Japan kann man eben wirklich, auf Japanisch gibt es jeden großen und auch kleineren Autor oder Autorin des deutschen Sprachraums zu finden. Ja. Und teilweise auch in vielen, in Mehrübersetzungen, Neuübersetzungen. Und da sind die Übersetzerinnen auch, haben irgendwie einen anderen Status. Umgekehrt, ja, wenn du Brüste und Eier erwähnst, Yukiko, und dieses Schräge damit irgendwie auch, ja. Auf der einen Seite denke ich, dass das ein Buch ist, das auch, also von Kawakami Mieko, Brüste und Eier, das auch wichtige Themen anspricht, die in Japan gerade relevant sind. Und insofern ist das, glaube ich, auch wieder ein wichtiger Teil von einer Vermittlung, von irgendwie von einem Verständnis und von einem Live-Dabeisein auch, von dem, was in Japan vielleicht gerade beschäftigt. Aber es gibt sicher ganz große Leerstellen. Genau, vielleicht kann ich auch nochmal, also wir haben das jetzt auch schon so ein bisschen berührt, also Übersetzen ist zwar einerseits ein ganz praktischer Beruf, aus einer Literatur, in dem Fall aus einer Sprache in die andere zu übertragen und dabei selbst ja auch einen bestimmten Stil zu wählen, aber es ist auch vor allem Kulturvermittlung und ich, also ohne die Übersetzerinnen gibt es keine Weltliteratur, Karin hat das ja auch schon gesagt, also die sind super wichtig, um überhaupt Kulturen zu vermitteln und ich finde auch gerade, also das merkt man, finde ich, auch an euch. Ihr habt Ideen, ihr habt Vorschläge, ihr würdet gerne was übersetzen und ihr würdet euch gerne im Prinzip an Verlage, habt ihr auch teilweise versucht, wenden können und Vorschläge machen. Und es wäre halt auch schön, wenn diese Impulse, die von jüngeren Übersetzerinnen oder auch von älteren wie mir, oder wenn man Ideen hat und eben einen Zugang zu einem Bereich oder zu einem Land hat, zu dem normale Literaturverleger oder Lektoren keinen Zugang haben, dass man das auch anbringen kann. Also es ist ja eigentlich eine sehr fruchtbare Vermittlungsinstanz oder wir sind das als Übersetzerin und ich habe oft das Gefühl, dass es nicht wirklich gewürdigt oder nicht ankommt. Also der Weg von einem Vorschlag, bis es wirklich zu einem Buch kommt, der ist oft verstellt oder kommt gar nicht zustande und wenn es zustande kommt, ist er mühsam. Also das habt ihr ja auch so als Erfahrung. Das ist halt echt schade. Also wo ich denke, es wäre schön, wenn da das Podium ein bisschen größer wäre. Genau, und würde euch wünschen, dass ihr auch diese Lust am Texte bekannt zu machen sozusagen beibehaltet. Also genau, auch wenn der Weg steinig ist und hürdig oder mit lauter Hürden verstellt sozusagen. Ja, es ist ganz spannend, da hat die, also ich war mal in München bei einem Workshop, Übersetzerinnen-Workshop mit der Ursula Gräfe und da hat sie gemeint, sie ist auch schon lange aktiv und sehr etabliert, ja. Es ist ihr scheinbar noch nie gelungen, wirklich ein Buch einem Verlag vorzustellen und dass das dann publiziert wurde. Ja. Also von Übersetzerinnen-Projekten natürlich ist das wieder was anderes, ja. Also Stipendien oder so. Aber wirklich so, hey, wollt ihr nicht diesen tollen Titel in euer Programm aufnehmen, ist scheinbar etwas, was gar nicht so leicht ist. Ja, Nora, du meinst, das ist bei dir ähnlich oder? Ja, ist schwierig. Mhm. Und vielleicht noch mal zu diesem Buch Go. Also das war zum Beispiel ein Vorschlag von mir, beziehungsweise mir und meinem Ex-Mann. Und das ist aber nur, ja, da glaube ich, letztlich möglich geworden durch das damals noch existierende JLPP-Programm, die halt, ich habe es jetzt wieder vergessen, aber doch irgendwie wirklich viele 60 Titel oder so ins Deutsche finanziert haben. Und solche Programme, das sieht man dann, das ist natürlich super toll, so wie auch die Inselreihe zu japanischen Autoren, da ist dann auf einmal auch ein bisschen Bandbreite, da kann man dann irgendwie mehr machen. Also JLPP hat zwar auch Vorschläge selber gemacht, für die sich dann Übersetzerinnen bewerben konnten, aber man konnte auch Sachen selber vorschlagen. Also das war eine super, ja, schon gut finanzierte Möglichkeit, um Bücher mal, auch um andere, da sieht man auch, da gibt es ganz viele andere Übersetzerinnen, die sich dann auch daran getraut haben. Also das war irgendwie, aber das gibt es halt leider nicht mehr. Insofern habt ihr da schlechtere Karten. Aber das ist dann beim Kass-Verlag erschienen, der ja sowieso, genau, quasi einen Schwerpunkt hat auf ostasiatische Literatur. Und
die Zusammenarbeit hat da, also das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, oder? Ja, beziehungsweise das hat, also das hat dann JLPP auch entschieden. Also die haben, die suchen im Prinzip dann oder haben die Verlage dann jeweils kontaktiert oder sozusagen Vorschläge gemacht. Mhm. Okay. Also ich hätte sonst auch noch eine Anekdote vielleicht. Also wir haben, ich habe mal einmal ein Buch vorgeschlagen an einem Verlag und dann war, also war da eine Absage und dann mit der Begründung, es sei zu wenig Japanisch. Das fand ich auch sehr interessant. Also ich habe es irgendwie dann schon verstanden. Es war auch eines der Kinderbücher, die ich mal übersetzen wollte. Oder, genau. Aber ja, das war interessant. Ich wusste nicht wirklich, was soll denn das sein? Also, was soll es dann sein? soll ein Schrein vorkommen oder eine Fushi oder, ja, also, ja, irgendwie so. War noch spannend als Kommentar. Ist eine gute Antwort, ja, wahrscheinlich. Und war das ein Verlag, der schon viele japanische Texte verlegt hatte? Ja, ich glaube, so international, also recht viele Verlage. Okay. Mhm. Ja, ist schon spannend. Ja. Ja. Eben, das heißt, das muss da dieses schwammige und vielleicht doch nicht so schwammige Bild existieren, dass zumindest teilweise auch wirklich vom Literaturmarkt, der es ja doch ist, bedient wird. Ja. Und dann ja, voll das Interessante, das hatten wir, glaube ich, auch bei dem Vorbereitungsgespräch, dass es ja gar nicht so leicht zu fassen ist, was eigentlich die Japaner, also zum Beispiel Murakami Haruki, aber auch Kawakami Hiromi, was ist denn, also da ist schon, ihr hattet das benannt, also ihr könnt ja vielleicht nochmal sagen, was für euch da das Japan, also was ist das Label Japanisch dabei? Oder schreiben die schon per se Weltliteratur mit, ich hatte heute so ein, irgendwie Gefühle, die alle verstehen können. Ja, also wir hatten, ich glaube, wir hatten da gesagt, oder das bei Murakami, oder hatte ich das Gefühl, dass oft eine ganz reale Welt beschrieben wird und dann plötzlich irgendetwas Unnatürliches, also so Übermenschliches hineinploppt. Also so dieses, diese Vermischung der beiden Welten, das fand ich noch typisch. Und vielleicht ist es auch typisch für japanische Literatur, ich weiß nicht, aber dass das Meer verschwimmt. Und vielleicht hat man in Japan auch ein bisschen, man hat ja auch ein bisschen anderes Verhältnis zur Natur. Vielleicht, ja, diese geistliche Welt und alles, vielleicht ist alles ein bisschen mehr durchmischt. Ich denke, dass das eben Teil ist, dass das Teil ist von diesem Bild, das existiert und dass dann quasi Texte auch dem entsprechen können und vielleicht erfolgreicher sind im deutschen Markt, wenn sie dem entsprechen. Also wenn dann was Unvorhergesehenes, Magisches passiert oder so. Ich finde, ein weiteres Bild wäre dann noch dieses irgendwie anmutige Japan oder so. Das ist auch immer, wie oft liest man in Rezensionen, dass dann ein Text irgendwie so zerbrechlich wirkt oder so weich. Ja? Und ich denke, da läuft eben teilweise die Textauswahl in diese Richtung. Ja? Aber das ist ja auch... Es ist zum Glück nicht überall der Fall. Es gibt Verlage wie zum Beispiel der Kass Verlag, eben wo das ganz anders in die Breite geht, was für Texte ausgewählt werden, ja, zum Beispiel. Genau, ja. Aber das ist ja auch ein, also oder nicht, aber der Kass Verlag hat sich halt auch eine ganz andere Aufgabe gestellt, halt genau, Japan sozusagen, japanische Literatur zu verlegen. Ja, kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen zur Sprache als solche. Ihr seid ja sozusagen, wenn als Übersetzer ist man ja vornehmlich damit beschäftigt, diese sprachliche Ebene zu übertragen. Was ist das speziell oder was ist für euch das an, was es im Vergleich zum Übersetzen aus anderen Sprachen vielleicht anders macht, schwieriger macht? Was sind die speziellen Problemfelder? Könnt ihr da ein bisschen was zu sagen? Also wir sind jetzt 2:05, es ist jetzt auch nicht mehr irre viel Zeit, aber... ja. Willst du beginnen, Peter? Oder? Gerne, ja, dann schnappe ich gleich. Also ja, die Schriftzeichen, die muss man ja irgendwie, muss man vielleicht nicht erwähnen oder vielleicht muss man sie gerade doch erwähnen. Es ist schon immer wieder eine interessante Erfahrung, wenn man über ein Wort stolpert und vielleicht erahnt man aufgrund der Zeichen die Bedeutung, aber weiß nicht, wie es klingt. Also mir passiert das noch. Oder ich stoße auf ein Wort, das ich
weder hören noch verstehen kann. Ja, also sowas passiert einfach noch im Dann zählt man die Striche. Ja, genau, wenn ich mich im Alltag mit einem Text beschäftige, das passiert einfach trotzdem. Ja. Und abgesehen davon, dass ich, glaube ich, eh noch mein ganzes Leben lang Japanisch lernen werde, ist das halt eindeutig. Aber dann wieder vom Schriftbild her, also nicht nur von den Kanji, nicht nur von den chinesischen Schriftzeichen her, sondern auch die Verwendung der Silbenschriften Hiragana und Katakana. Ja. Ich habe Erfahrung gemacht mit einem Text, der tatsächlich beim Kass-Verlag gerade erschienen ist, nämlich das Romanverbot ist zu begrüßen vom Ito Seiko. Habe ich hier auch wo. Das schaut auf Deutsch ziemlich so aus. Also die haben sich auch vom Design daran orientiert. Und ich habe da, also es war ein Text, der hat mit Zensur gearbeitet. Da wurden bestimmte Kanji vermieden. Da wurde eine Silbenschrift komplett vermieden, nämlich die Katakana, die ja eher für Lehnwörter verwendet wird. Und ja, wie geht man mit sowas um? Wie arbeitet man dann in einer Sprache, die halt nur ein Alphabet kennt? Ja? Solche Sachen sind, glaube ich, ganz schwer. Aber dann gibt es noch ganz andere, die in Syntax und Gesprächskultur eher liegen. Ich glaube, Yukiko, vielleicht magst du dazu was sagen. Syntax. Ah ja, genau. Zum Beispiel haben wir gesagt, dass die so Wiederholung von Wörtern im Japanischen ganz okay sind. Also beginnt immer wieder gleich der Satz oder so. Und im Deutschen geht das gar nicht zum Beispiel. Solche Sachen, Höflichkeitsebenen haben wir noch. Also wie geht man damit um? Das ist so für einen Japaner so natürlich. Und wenn man es bei uns im Text reinmacht, ist es irgendwie so, ja, wird es sofort so gekünstelt und dann... Ja. Oder Aizuchi, diese Beweise, dass man eh zuhört, die sind ja auch oft in der direkten Rede dann wiedergegeben, aber in den deutschen Text baue ich nicht 100-mal Aha ein. Ja. Ah, ja. Oder ist das so, ja, diese quasi ja, Question Tags. Ja, oder dass man beim Japanischen, also durch Höflichkeit, aber auch durch Pronomen, also durch die Benutzung von was sage ich für ich, also sage ich als männliches Ich, Boku oder Ore, oder sage ich Watashi, also dadurch kann ich im Dialog schon immer markieren, wer spricht und wie das Verhältnis ist. Das fällt ja im Deutschen dann zum Beispiel erstmal als direkte Möglichkeit weg. Also da ist das Japanische viel nuancierter. Also sonst sagt man ja immer, das Japanische ist eher vage und wir müssen präzisieren im Deutschen und müssen halt entscheiden, Singular, Plural, unbestimmt, bestimmt oder was auch immer. Aber zum Beispiel durch die Höflichkeitsebene oder die Endung, wie du gesagt hast, Peter, genau, gibt es eine Präzision im Japanischen, die dann im Deutschen gerade im Dialog total schwer fällt, eindeutig ja, oder sozusagen zuordnenbar rüberzubringen. Genau. Ja. Und dann die Schachtelsätze, die es im Deutschen gibt, die gibt es im Japanischen auch, aber sie funktionieren halt nicht genauso. Und dann dekonstruiert man mal alles und setzt es wieder neu zusammen. Also ja, es gibt da sicher schon einige Herausforderungen, die viel mit der japanischen Sprache wirklich an sich zu tun haben. Es gibt aber auch eine, finde ich auch, eben eine Fremdheit, also die Fremdheit im Sinne von Wörtern, die wir tatsächlich nicht haben hier im Deutschen. Also da kann man verschiedene Lösungen finden. Entweder man macht ein Glossar oder man setzt das irgendwie mit Relativsätzen im Deutschen ein oder so, eine kleine Erklärung. Aber das wäre eben das Sprachliche. Aber dann ist doch das Fremde manchmal auch im Kulturellen. Also das Japanische ist manchmal auch kulturell sehr implizit. Also ich weiß nicht, zum Beispiel sagt man, es gibt auch diese berühmte Anekdote von Natsume Soseki, wo er sagt, wo er diesen I love you, also ich übersetzen muss. Und dann schreibt er Iwaki Dichter, oder so. Also der Mond ist schön für I love you. Also man sagt ja auch, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Aber auf jeden Fall finde ich das eine schöne Anekdote, die zeigt, dass eben so, es kann, das Japanische ist auch kulturell, also man sagt was, aber das bedeutet vielleicht was ganz anderes. Also, oder für uns, man muss besser denken, was es eigentlich bedeutet. Und was macht man, wenn im japanischen Text dann tatsächlich in Katakana oder sogar
mit Roma, die, was, wenn dann dort steht I love you, wie, ja, wie übernimmt man das in dem, wie übernimmt man das in den deutschen Text? Ja, okay. Kann man da einfach auch mit dem Englischen arbeiten? Das sind ganz, ganz spannende Fragen. Ja. Ja. Über die man dann stolpert. Ja, jedenfalls denke ich, also ich meine, es ist auch ein Unterschied, eben altes Japanisch oder älteres Japanisch und modernes. Also da sind wahrscheinlich auch die Welten doch auch anders ins Verhältnis getreten. Aber man kann, also ich habe oft das Gefühl, auch gerade wenn ich mit Übersetzerinnen aus anderen Sprachen spreche, dass ich oft, also oder bei Oe jedenfalls, und aber auch bei Mishima und so, vielmehr das Gefühl habe, ich muss den Text neu zusammensetzen oder eben so, wie du gesagt hast, dekonstruieren und dann irgendwie nochmal neu aufbauen. Also dass oft die Syntax gar nicht übereinstimmt mit dem Ursprungstext, also meine Übersetzung, und die, ja, ein ganz anderer Kreationsprozess oder Übersetzungsprozess ist. Also du würdest meinen, dass man da, dass man, wenn man das Japanische übersetzt, mehr kreative Arbeit reinbringt, als zum Beispiel, wenn vom, also wenn man jetzt vom Englischen ins Deutsche oder so? Andere. Also ich glaube, ja, das andere ist, also das Englische wirkt ja so ähnlich, muss aber dann auch gerade unterschieden werden. Und da ist man, glaube ich, mit diesen, der vermeintlichen Ähnlichkeit oft auf dem falschen Dampfer. Aber ich glaube trotzdem, dieses ich habe oft das Gefühl, ich muss einen Text neu schreiben. Also der kann nicht, der bleibt so nicht. Also dieses interlineal Übersetzen, was man bei anderen Sprachen glaubt, machen zu können, das funktioniert da gar nicht. Also insofern habe ich das Gefühl, die erste Fassung ist schon sehr viel aufwendiger oder sehr viel mehr Eigenleistung oder eigene Sprache, also die Satzstrukturleistung vielleicht. Ja. Genau, aber jetzt würde ich auch in Anbetracht der Zeit vielleicht noch ein bisschen von euch hören wollen, was ihr für Erfahrungen mit Förderungsmöglichkeiten gemacht habt. Also ihr seid ja beide ihr seid aus Österreich, aus der Schweiz. In Deutschland gibt es verschiedene Sachen, die man auch als Österreicher, Schweizer in Anspruch nehmen kann. Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Magst du anfangen, Jukiko? Ja, weil ich habe leider nicht so, also ich bin ja, ich bin aus der Schweiz, aber als ich mit dem Übersetzen begonnen hatte, war ich nicht mehr in der Schweiz, also war ich schon in Frankfurt und in Deutschland und habe, genau, und bin dann eher eben durch diese Deutschen, also da habe ich auch, wie gesagt, zum Stammtisch gegangen und dann gibt es da jedes Jahr eine große Jahrestagung mit ganz vielen Workshops in Wolfenbüttel, also da habe ich mal hin und da kann man natürlich sehr viele Kontakte auch knüpfen und für das ist es gut, aber so, genau, und dann das Seminar des Deutschen Übersetzerfonds in Berlin. Ich weiß, dass es in der Schweiz noch eben dieses Übersetzerhaus Loren gibt und das ist gefördert von der Stiftung Pro Helvetia und die ist sehr, glaube ich, aber nur für Schweizer, ja, also mit einem Schweizer Staatsbürgerschaft. Aber ich bin nicht ganz sicher. Aber leider kenne ich mich noch nicht so gut aus. Genau, aber du hast am ECB-Seminar teilgenommen. Mhm. Genau. Das war das Einzige, was du sozusagen an Übersetzerförderung quasi. Mhm. Mhm. Und du, Peter? Ja, also es gibt quasi das Pendant in Österreich zum Deutschen Übersetzerfonds. Das ist die IG Übersetzerinnen Übersetzer. Die hat ihren Sitz im Literaturhaus in Wien und gibt es seit den frühen 80ern, damals noch unter einem anderen Namen. Die haben zum Beispiel auch die Organisation von diesem Übersetzerinnenpreis der Stadt Wien übernommen. Also der eigentlich von der Stadt Wien kommt, aber die organisieren den und die machen Workshops und Seminare und Veranstaltungen und sind super aktiv und eben auch total gut vernetzt mit dem VDÜ. Und was die auch anbieten zum Beispiel ist so Vertragsscreening. Also wenn man dann von dem Verlag mal so einen Vertragsentwurf bekommt, schauen die auch drüber und bieten halt für junge Übersetzerinnen total super Hilfestellungen an. Und da hatte ich auch schon eine Erfahrung, wo sie mehr oder weniger zurückgeschrieben haben, okay, diese und diese Punkte in diesem Probevertrag, die gehen wirklich gar nicht, also die sind quasi gefährlich für dich. Ja? Und dann habe ich das leicht abgeschwächt, also meine Punkte bei dem Verlag damals, mit dem ich in Verhandlung war, angemerkt und da kam nie wieder was zurück. Ja? Also so, vielleicht als kleine Anekdote, aber jedenfalls ist die IG Übersetzerinnen und Übersetzer ganz super. Und zum Beispiel warte ich jetzt schon seit
einer Weile sehr freudig auf das Hieronymus-Programm. Das ist vom Deutschen Übersetzerfonds zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung. Und das wird eben stattfinden im Übersetzerkolloquium in Strehlen. Und das ist so ein Seminarformat, wo 10, 12 auch Nachwuchsübersetzerinnen mit Texten, an denen sie gerade tüfteln, nach Strehlen eingeladen werden und dort dann zusammen mit eben schon erfahrenen Übersetzerinnen darüber sprechen können. Und also es geht ums Übersetzen ins Deutsche natürlich, aber ist egal, welcher Sprache. Und das heißt, da findet dann genau dieser Austausch statt, der uns jetzt, glaube ich, während Covid ziemlich abgeht. Und mir persönlich auf jeden Fall. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und solche Sachen gibt es eben. Und JLPP als Wettbewerb gibt es ja. Also den Wettbewerb, den Sie haben, den gibt es ja auch noch. Bei dem habe ich beim letzten Mal nicht teilgenommen, aber du hast da ja, mitgemacht, oder? Ja. Wie war das für dich? War eine spannende Aufgabe. Es war ein ganz lyrische, also man konnte auswählen, aber also was ganz anderes und mit Zeitdruck und ja, doch war interessant. Sehr, recht viel, also. Leider findet es nur sehr selten statt. Also für deutsche Sprache ist es wieder in, weiß ich, wie viele Jahren. Genau, die wechseln sich ab in quasi, was sie gerade fördern. So einmal Russisch stärker oder einmal Deutsch. Und so. Ja. Okay, aus dem Japanischen halt. Genau, vielleicht noch abschließend. Also es gibt ja auch die Arbeits- und Reisestipendien vom Deutschen Übersetzerfonds, also wo man sich, wenn man einen Vertrag hat, das geht leider eben immer nur, wenn man einen Verlagsvertrag hat, aber dann eben auch um Unterstützung bewerben kann oder Japan Foundation auch als mögliche Unterstützung. Also da gibt es diverse oder nicht wahnsinnig viele, aber immerhin doch jetzt ein paar Sachen, wenn man dann eben einen Vertrag hat, dass man das Salär, was ja, oder Honorar, was ja leider für Übersetzerinnen doch immer recht klein bemessen ist oder jedenfalls nicht besonders hoch angesiedelt wird, dass man das so ein bisschen aufbessern kann. Jetzt wir haben hier mitbekommen, dass es schon einige Fragen gibt. Insofern würde ich jetzt einfach mal zu den Fragen gerne überleiten und wir gucken dann einfach, wie das mit der Zeit ist und ob ihr noch was vorliest. Oder jedenfalls fände ich es toll, wenn noch ein paar von Karin ausgewählte Fragen kommen und ihr die beantwortet. Gut, so, ich übernehme mal kurz die... Bin ich wieder hörbar? Ich hoffe. Moderation für die Fragen. Es sind hier einige Fragen. Ich fange nicht von Anfang an, denn die erste Frage dauert in der Beantwortung etwas länger. Ich fange mal mit den Fragen an, die sich etwas kürzer beantworten lassen. Die kann man vielleicht auch die zwei davon schon mal zusammenfassen. Es geht einmal die Frage, Jasmin Dose fragt, ob es hilft, den Autor persönlich kennenzulernen für das Übersetzen und wie er dazu steht, ob es im Budget überhaupt abbildbar ist, dass man eine weite Reise antreten muss, um eventuell den Autor, die Autorin treffen zu müssen und nehmen Sie die sich dann auch Zeit einzutreffen? Möchten die das überhaupt? Ach, eine interessante Frage. Damit leicht zusammenhängend ist auch die Frage, wie viel Zeit Peter und Yukiko schon in Japan verbracht haben, während des Studiums oder auch später. Die kommt von Sarah Keim, die übrigens euch beiden alles Gute wünscht. Danke. Danke. Ja, Yukiko, fang doch an. Was hast du jetzt angemacht, das Kennenlernen des Autors? Hast du überhaupt schon mal jemanden kennengelernt? Nein, also die einzige Autorin, die ich kennenlernen also könnte, wäre die von diesem Kinderbuch, die ich von Sendai, also das sind Bekannte von uns, also genau, die könnte ich mal treffen. Aber sonst habe ich leider noch nicht viel Erfahrung damit gemacht. Also wie gesagt, meine Autoren sind eher schon tot. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, also habe ich auch schon auf den Interviews und so gehört, dass das natürlich ein Vorteil ist, wenn man nachfragen kann, wenn man mal sich sicher ist, ist natürlich toll. Ich war schon zweimal ein Jahr in Japan studiert und sonst war ich als Kind oder als Jugendliche, also
nicht jedes Jahr, aber immer wieder in den Sommerferien in Japan. Ja, also dieses Nachfragen, das ist die einzige Erfahrung, die ich tatsächlich auch schon gemacht habe. Also so in einem Raum oder unter freiem Himmel gegenüberstehen, das gab es bei mir noch nicht. Aber zum Beispiel bei der Übersetzung vom Matsuda Ko habe ich dann tatsächlich auch mal, also ich musste ihn ja sowieso um die Erlaubnis fragen, ob der Abdruck erfolgen kann und so. Und dem habe ich dann schon auch mal geschrieben wegen dem ein oder anderen Neologismus, den er nämlich in seinem Text verwendet hat. Und das war natürlich dann super, wenn da eine Rückmeldung dazu kommt. Also sowas ist schon toll. Ganz gegenteilig könnte man natürlich die Meinung vertreten, der Autor, die Autorin ist tot, wurscht, ob sie lebt oder nicht. Und so gesehen, dass der Text für sich steht. Aber de facto, also die Olga Tokarczuk hat das, glaube ich, ganz schön gesagt, dass irgendwie für sie aus Autorinnensicht ist das schön, dass man nicht alleine ist mit dem Text, weil quasi der Übersetzer oder die Übersetzerin irgendwie mit denselben Weg versucht zu gehen und dieselben Hürden nimmt und die Fußstapfen irgendwie nachtritt. Ja. Und so gesehen, glaube ich, das kann man auch in die andere Richtung. Da ist schon jemand, der ist den Weg und zwar ganz originär gegangen quasi. Und warum nicht mal nachfragen, ob es nach links oder nach rechts geht an dieser Stelle? Das, glaube ich, hilft total. Ja. Ich weiß nicht, ob das alle wollen, da bin ich ganz, weiß ich überhaupt nicht, so sorry, Yukiko. Ja, genau, also andererseits haben wir im Seminar ja auch einen Text von Yoko Tawada oder Tawada Yoko durchgeschaut und sie findet das so toll, wenn die Texte sich verändern, also wenn eine andere Kultur mit einer anderen Meinung oder einer anderen Interpretation auf den Text kommt und ja, etwas daraus auch macht, dass es da vielleicht auch einmal sein, was vielleicht ursprünglich nicht ganz so gedacht wäre. Aber vielleicht ist das eher so auf der künstlerischen Ebene. Und also, keine Ahnung, da könnte man lange drüber diskutieren. Ja, also manchmal, ich glaube, wir müssen ein bisschen abkürzen, weil wir viele Fragen haben und okay, die auch noch beantwortet werden müssen. Man kann natürlich über jedes Thema sehr lange reden. Es ist ja auch oft so, was die Autoren betrifft, manchmal können die einem auch nicht wirklich weiterhelfen beim Übersetzen. Das am Ende hat man immer das Problem mit dem Deutschen. Jetzt komme ich auch zu einer Frage, die auch dieses Thema dieser Reproduktion von Exotismen betrifft, die ihr bereits angesprochen habt, das so: Was wird überhaupt übersetzt und publiziert? Ein anonymer Zuschauer fragt, Sie hatten mehrmals den Titel Brüste und Eier erwähnt, der ja im Japanischen Natsu Monogatari heißt, also eine Mischung aus dem Namen der Protagonistin und Sommer, sowie Geschichte. Wurde der Titel eventuell im Deutschen so gewählt, weil er in Japan so gar nicht hätte erscheinen können, weil er in Japan als zu provokativ wahrgenommen worden wäre? Er ist in Japan so erschienen. Also es war eine Kurzgeschichte ursprünglich und für die hat die Autorin auch einen Preis gewonnen, wo ich gerade nicht weiß, welchen. Aber es war quasi eine Kurzgeschichte und die wurde dann ausgebaut in Form von Natsu Monogatari als Roman. Mhm. Und so gesehen. Also Tichitoran war der Titel. Ja, ich glaube, die Frage geht eigentlich eher dahin, warum hat der deutsche Verlag dann den Titel Brüste und Eier gewählt? Also soll das irgendwie Sex Sells sein? Oder ist dir da etwas drüber, Peter? Eine Vermutung wäre schon in die Richtung. Ja, ich glaube, dass der Titel das ist so ein Aufriss, so ein Hinschauer. Ich denke, darum geht es genau. Lässt gar nicht so stark vermuten, wie tiefgehend und schwermütig dieses Buch ungefähr nach dem ersten Drittel wird. Ja, das ist oft ein Problem, dass japanische oder überhaupt als exotisch geltende Literatur verkauft werden soll im Ausland und dann eigentlich von dem ab dem Titel oft sehr oft etwas irreführend sind. Aber gleich zur nächsten Frage, die auch dazu gehört. Nora, Entschuldigung. Nora? Ja, ich würde nur einmal, ich glaube, das war so, wie Peter gesagt hat, das ist erst eben, also wie in Japan ja oft üblich, eben in einer Zeitung erschienen oder Zeitschrift erschienen ist und dann aber im Japanischen schon unter diesem Titel dann erschienen ist, so wie ich das verstanden habe. Also ist der nicht so reißerisch jetzt nur im Deutschen.
Und daran sieht man, aber trotzdem sieht man natürlich, dass die deutschen Verlage auch immer was labeln, also nicht nur im Japanischen, sondern Literatur wird gelabelt und die japanische Literatur wird eben auch gelabelt und da passt schon dieses, genau, aber der Zusammenbruch der Familie, der auch darin beschrieben wird oder der Bilder von Familie ist ja auch ein großes Thema und da sind einige japanische Werke in Übersetzung zu dem Thema erschienen. Also insofern passt das auch ganz gut in das Nippon Connection Thema so als. Stimmt. Filmreife Titel. Was da auch dazugehört, es gibt noch ein paar Fragen, die jetzt sich noch etwas konkreter auf den Übersetzungsprozess beziehen. Beziehungsweise gibt es noch eine Frage von Jasmin Dose. Wie gehen Sie mit dem Druck um, dass Sie beim Übersetzen Texte dekonstruieren und damit riskieren, dass Sie sich rechtfertigen müssen? In so einer Situation allein auf sich gestellt zu sein, stelle ich mir schwierig und belastend vor. Ja, also stimmt, also vielmals, oder? Beim Übersetzen ist das doch eine Entscheidung. Also manchmal muss man sich entscheiden. Aber andererseits, da denke ich auch wieder an das Seminar zurück im Oktober, da haben wir irgendwie herausgefunden, dass eigentlich der Text schon sehr viel sagt, was er will. Also ja, es ist nicht, ja, man kann vielleicht dem Text vertrauen und versuchen und dann auch das so begründen, die Entscheidung dann auch so begründen. Was meinst du? Oder was meinst du? Gleichzeitig denke ich, dass man sich immer rechtfertigen muss, quasi, wenn, also egal, glaube ich, wie und was man übersetzt, das kann dann immer kommen, warum nicht so. Deswegen ist das auch eine Arbeit, wo man viel nachdenken und viel zweifeln muss. Aber am Ende, glaube ich, braucht es dann trotzdem halt diesen Schritt, wo man sagt, so, und so mache ich das jetzt. Und das kann schon sein, dass das jemand anderer dann tatsächlich anders gemacht hätte. Aber es ist ja auch illusorisch zu denken, dass es nur eine Übersetzung für einen Text gibt. Das ist wie wenn man sagt, dass es nur eine Interpretation und nur eine Leseart für einen Text gibt. Und das hört bei Literatur sehr früh auf. Ja. Deswegen denke ich, ich zweifle da ganz viel und ich komme immer schlecht, also quasi es hat lange gedauert, dass ich da mich ein bisschen was traue, aber ich glaube, ich bin auch noch nicht dort, wo man sein möchte wahrscheinlich. Genau, ich glaube auch, wir hatten das auch kurz im Vorgespräch, man muss einen Autor oder eine Autorin auch, man muss schon den Ton treffen und man muss ihn auch hören können. Ich glaube, also die Stimme ist wichtig, aber das Ohr ist auch wichtig oder das Leseohr. Und man muss jemanden im Zweifel, ja, da hatten wir so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, man muss jemanden mögen, also man muss auch eine Nähe spüren, sonst, jedenfalls bei Literatur funktioniert es nicht. Also ich glaube, die Entscheidung fällt leicht, wenn man das Gefühl hat, man versteht die Person, die man übersetzt oder man kann sie nachempfinden. Wenn man das nicht kann, dann hat man den Fall, also dann ist man die falsche Übersetzerin vielleicht für das Buch. Ja, das Problem des Rechtfertigens hat man aber tatsächlich sehr oft. Es ist auch sehr bei Rezensenten, die die Originalsprache nicht kennen, ist es auch sehr beliebt, wenn sie einen Roman gut finden, dann reden sie nur vom Autor in der Regel mit dem Autor frei. Und wenn sie ihn nicht so gut finden, dann kommt dann plötzlich, das muss vielleicht an der Übersetzung liegen. Und das ist immer wahnsinnig ungerecht gegenüber den Übersetzern, die dann meistens gar nicht erwähnt werden, wenn es um das Positive der deutschen Sprache geht, denn sie haben es ja in Übersetzung gelesen, aber immer dann, wenn irgendwas stört, war vermutlich der Übersetzer oder die Übersetzerin schuld. Sehr beliebt. Sollte man den Rezensenten mal abgewöhnen. Was daran auch anknüpft, aber im Grunde habt ihr das auch schon mehrfach beantwortet, ist die Frage eines weiteren Zuschauers, was die besonderen Probleme bei der Übersetzung ins Deutsche sind. Wie erlernen Übersetzerinnen eigentlich den souveränen Umgang mit der eigenen Muttersprache, der ja nicht Teil des Studiums einer Fremdsprache ist? Ihr habt dazu ja auch bereits die Seminare erwähnt, die es gibt. Da wird ja auch sehr viel an der Muttersprache gearbeitet. Aber vielleicht möchtet ihr dazu noch was sagen. Was tut ihr, um euer Deutsch zu pflegen? Lesen, lesen, lesen. Ja, lesen. Also genau, wenn man, je nachdem, was man übersetzt, versuchen, etwas Ähnliches, also ähnliche Epoche, so ähnliche Stil, Genre im Deutschen zu finden und zu lesen.
Und wo ich immer sehr froh bin, also zum Beispiel, ich weiß nicht, manche Leute fragen dann, ja, und wie wäre denn Dolmetschen für dich, wenn du dich fürs Übersetzen interessierst? Und ich finde, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, weil ich bin sehr froh, dass ich am Papier oder am Bildschirm nachdenken kann, wie will ich das haben? Weil so wie nach diesem Gespräch, jetzt werde ich mir immer wieder denken, da hätte ich gerne eine Viertelstunde eigentlich drüber nachgedacht, wie ich das formuliere. Aber es muss halt jetzt raus, ja. Und deswegen auch gerade am Deutschen muss dann ja halt geschliffen werden, weil das ist im Endeffekt das, was bleibt. Und wenn man den vielleicht japanisch klingenden Namen vom Umschlag entfernt, soll das Buch halt trotzdem funktionieren, ja. Und deswegen, ja, und hört wahrscheinlich genauso wenig auf, auch das ganze Leben Deutsch lernen. Eine Frage, die daran noch anschließt, ist die Frage von Mike Hommel. Vielen Dank für die Einblicke. Inwieweit beschäftigt sich der Übersetzer, die Übersetzerin mit dem Autor, um sein Werk besser zu verstehen? Als Beispiel vielleicht Persönlichkeiten wie Oe oder Mishima. Darüber haben wir auch im vergangenen Jahr ziemlich viel gesprochen, Nora. Erinnerst, ich kann es vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Da haben wir ja sehr viel auch über Mishimas biografischen Hintergrund gesprochen. Ja, kann ich vielleicht, also bei Oe hatte ich ja zum Beispiel das Glück, also Oe lebt ja, also auch wenn er jetzt nicht mehr schreibt, er hat lange geschrieben, hat zwar immer verkündet, er würde nicht mehr schreiben, hat dann aber immer noch weitergeschrieben und ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen und habe zum Beispiel gemerkt, dass, also das hat man nicht immer das Glück, aber es war so wichtig, ihn als Person kennenzulernen, um zu merken, wie der, also überhaupt einen Eindruck zu gewinnen, wie er funktioniert oder was Sprache für ihn bedeutet, wie er aber auch als Mensch dann wieder ganz unterschiedlich sein kann. Also der hat ja eine sehr komplizierte Sprache, ist aber als Mensch sehr herzlich und direkt auch gleichzeitig. Das ist, ja, war irgendwie eine wahnsinnig wichtige Begegnung, um diese Tiefe dieses Autors vielleicht auch zu spüren. Also insofern, wenn man das Glück hat, das ist ganz toll. Also das hat, und es hat eine unglaubliche Sympathie zum Beispiel auch bei mir zur Folge gehabt, sodass ich auch oft diese schwierigen Sätze und dicken, schwierigen Bücher, dass ich die nur habe übersetzen können, weil ich diese Sympathie für ihn auch gespürt habe. Also da ist es, glaube ich, wirklich so, dass man merkt manchmal, das hilft einem, wenn man die Person auch besser kennt, um auch die Hürden zu nehmen. Weil das Übersetzen kann schon echt ein Kraftakt sein. Also so wie Yukiko gesagt hat, manchmal sitzt man an einem Satz ewig oder in der Lyrik sitzt man ewig. Da muss man nicht nur, fehlen da die finanziellen Mittel, sondern manchmal auch die Kraft, um das so durchzustehen. Und genau. Und bei Mishima auch. So ein schwieriger Autor und Mensch wie Mishima, da muss man sich ein Bild, also genau, ja, oder so möglichst einlesen und auch die Zusammenhänge der Zeit kennen, um das übersetzen zu können und verstehen zu können, ansatzweise. Du konntest ihm quasi die Mühe eher verzeihen, oder wie? Ja, es ist wirklich, also wenn es nicht Oe persönlich wäre, würde ich mir die Mühe vielleicht nicht gemacht haben. Ist auch schön. Ja. Ja, was man eventuell auch machen kann als Übersetzer, um sich mehr einzubringen, auch seinen persönlichen Bezug zum Werk, wäre zum Beispiel ein Nachwort. Dazu gibt es auch eine Frage von Beate Wonde. Nachworte scheinen ja fast aus der Mode gekommen zu sein. Kann der Übersetzer darauf Einfluss nehmen? Das können ja, jetzt Nico und Peter schlecht beantworten. Ja, das ist eine gute Idee. Also manchmal wird es vom Verlag angeboten, das ist dann toll und wird auch meistens ja auch bezahlt, also was dann irgendwie auch lobenswert ist. Und ich habe gemerkt, dass ich hätte vielleicht das eher auch mal vorschlagen sollen. Oft ist es ja so, dass man dann auch irgendwann, dann ist das Buch fertig, dann soll es auch schon verlegt werden. Also oft ist es auch ein bisschen zeitlich. Kommt man jetzt nicht auf die Idee, dass man sagt, oh, da schreibe ich noch schnell ein Nachwort, weil ich brauche für ein Nachwort auch länger. Genau, aber es ist eine super Idee und eigentlich sollte man das im Kopf haben, dass man das doch immer wieder auch anbietet. Ich glaube, die Verlage würden da auch wahrscheinlich drauf eingehen. Ja, also ich habe das auch schon gemacht. Das ist durchaus möglich. Es wird gerade auch, wenn man aus besonderen Sprachen übersetzt, wird oft vom Übersetzer noch erwartet oder angefordert, dass man ein Glossar erstellt, zum Beispiel mit Erläuterung bestimmter kultureller Begriffe.
Davon hat Yukiko ja auch vorhin geredet, dass es eben Begriffe sind, die ja nicht sehr leicht zu übersetzen sind, zum Beispiel. Es kommt noch hier eine konkrete Frage zum Thema, wie man Übersetzer wird, von Cheyenne Dreißigacker. Herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Habt ihr vielleicht Tipps, wie man ein Portfolio für eine Bewerbung beim Verlag vorbereitet? Meint ihr, es mindert die Wertigkeit, wenn man zuvor Manga übersetzt hat, also aber dann in einem anderen Genre übersetzen möchte? Ich glaube, das ist Work Experience. Ich glaube, das ist gut, wenn man schon übersetzt hat, wenn das vielleicht sogar schon erschienen ist, kann das immer positiv sein. Ansonsten, glaube ich, würden wir uns wahrscheinlich auch gern Tipps abholen, aber ich kann schon sagen, wie ich das gemacht habe. Ganz am Anfang habe ich versucht, Bücher zu pitchen, und davon bin ich dann recht bald abgekommen, weil man muss sich selber pitchen. Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie mit einer Buchidee auch gleich gut ankommt oder so, die ist, glaube ich, sehr gering, oder habe ich jetzt mitbekommen. Und ja, wie man Übersetzer, Übersetzerin wird, puh. Ich höre oft von etablierten Übersetzerinnen, dass sie durch Zufall irgendwie draufgekommen sind. Ja, da gab es mal dieses und jenes, und dann habe ich mal für einen Freund was übersetzt oder so. Und ja, wie man es quasi herbeiführen kann, da bin ich auch noch dran. Also beim Verlag kann ich vielleicht noch, also ich habe irgendwie ganz ein pragmatischer Tipp. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so Anrufen besser ist als Mail manchmal. Also ich habe direkt angerufen und dann ist gerade das Gespräch, man kann was fragen, man ist nicht irgendwie in einer Mailbox irgendwo. Also das, ja, da hatte ich auch schon ein Erfolgserlebnis. Aber ja, sonst, genau, eben an so Seminaren oder Workshops oder so teilnehmen, so ins Gespräch kommen mit anderen Übersetzern. Das ist auch ein Weg, denke ich. Vielleicht habt ihr da ja noch was dazu, Karin und Nora? Ja, also ich, bei mir war es auch so, dass ich über Zufälle, also über erste Veröffentlichungen an umfangreichere Übersetzungen gekommen bin. Aber davon möchte ich jetzt nicht erzählen. Ich stehe hier nicht im Mittelpunkt. Es gibt noch eine Frage, das war die erste Frage, die kam auch von Jasmin Dose, und die führt natürlich auch dazu, will man überhaupt Literaturübersetzer werden? Denn wer es noch nicht weiß, aber vielleicht im Verlauf des Gesprächs schon ein bisschen gemerkt hat, das ist ja auch eine finanzielle problematische Entscheidung eventuell. Die Frage lautet, bisher klingt es so, als ob es kaum möglich wäre, allein vom Literaturübersetzen zu leben. Ab wann, glauben Sie, kann man sich Literaturübersetzerin nennen? Ja, schwierige Frage. Nora, was sagst du? Nennen kann man sich ja schon, so wenn man das Gefühl hat, man... Aber ob man davon leben kann, dass man sich so nennt, ist halt die Frage. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig. Aber andererseits möchte ich jetzt auch nicht das so betonen, sondern ich möchte auch Mut machen. Die Übersetzer streiten viel für ihre Rechte. Es gibt bessere Verträge. Es gibt mehr Förderungsmöglichkeiten. Und auf jeden Fall sollte man, also oder an euch beide zum Beispiel gerichtet, die ihr jetzt hier sitzt, also ihr solltet das auf jeden Fall probieren. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an dem Gespräch. Also es geht ja auch darum, die Älteren können von ihren Erfahrungen berichten. Also es geht um Vernetzen auch, was ja hier auch stattfindet. Und man sollte das versuchen. Es ist schwierig. Manche haben Bestseller-Autoren, damit kann man besser mehr Geld verdienen. Aber die Situation wird auch insgesamt, glaube ich, ein bisschen besser. Aber es ist wahr. Also wenn man nicht ständig Aufträge hat zum Beispiel, ist es schwierig. Das ist keine Frage. Und auch wenn man nicht ständig Aufträge hat, ist es auch schwierig. Gehört auf jeden Fall ein gewisser Idealismus dazu, beziehungsweise das wäre dann vielleicht auch eine gute Frage zum Schluss, bevor ihr vielleicht dann aber doch noch was kurz vorlest. Ich glaube, das würde unseren Zuschauern sicher auch gefallen, wenn ihr wenigstens jeder noch mal eine kurze Passage vorlest aus euren Übersetzungen. Aber eine...
Frage wäre eben, warum wird man denn trotzdem Literaturübersetzer oder Literaturübersetzerin? Warum möchte man das denn trotzdem machen? Was ist denn das Schöne daran, wenn das Finanzielle schon nicht stimmt und alles so schwierig ist? Warum macht man es trotzdem? Also für mich ist die Frage also nicht schwer zu beantworten, weil also mich hindert das gar nicht daran, diesen Weg weiter zu verfolgen. Ich finde, die Aufgabe ist wirklich viel zu schön und auch viel zu wichtig, dass man eben durch Literatur, also ich glaube, es gibt kaum einer, glaube ich, der einen literarischen Text also genauer liest oder mehr sich in den Reihen wirft oder arbeiten muss als ein Übersetzer. Und ich glaube, das ist wirklich eine der schönsten Aufgaben wahrscheinlich, die es gibt. Also ich würde das auf jeden Fall nicht das Hindernis nehmen, auch wenn ich weiß, es wird wahrscheinlich hart. Ja. Ja, und in Anbetracht der Zeit sage ich einfach, ja, es macht Spaß. Und wenn wir alle so rationale Wesen wären, dass wir quasi da nur maximieren, dann würden ja nur Banker und Bankerinnen herumlaufen. Schönes Statement. Wir dürfen ein bisschen überziehen, das heißt, also wir dürfen ein wenig überziehen. Was sagst du, Nora, sollen die beiden noch etwas vorlesen? Ja, gerne. Also, dann gebe ich wieder an dich. Zeitlich möglich ist. Genau, dann sucht euch, also wer will zuerst? Magst du starten, Jutta? Ich weiß nicht. Nein, du kannst starten, wenn du magst. Ich muss sagen, was ich mir überlegt hatte, ich weiß nicht, wie ist der zeitliche Rahmen jetzt, weil was ich mir überlegt hatte, das ist ein bisschen mehr als 5 Minuten wahrscheinlich. Mach doch einfach. Ich glaube, ich habe es nur jetzt kurz im Chat gelesen, das Überziehen ist okay. Ein bisschen überziehen. Also jeder 5 Minuten. Oder du ein bisschen mehr, Yukiko, ein bisschen weniger. Auch gleich nochmal in den Chat rein. Das, ja, perfekt. Okay. Ja, dann gern. Also was ich, jetzt brauche ich am PC noch eine Sekunde, aber was ich vorlesen werde, die Ansicht ist jetzt verschwunden, also ich sehe niemanden mehr, aber ich kann trotzdem Dinge in die Kamera halten, nämlich nochmal diese kleine Edition Sada Sada. Also es ist von Kawakami Hiromi, die auf Deutsch eben schon viel übersetzt wurde, nämlich von Ursula Gräfer und Kimiko Nakayama Ziegler, ist das eine kurze Geschichte, die heißt Yagi no iru Sogen, oder ich habe es übersetzt mit Wiese mit Ziege. Und der beginnt wie folgt. Ich mache gerade Reha. Also Reha ist wohl ziemlich übertrieben, meint Shuzo, aber ich bleibe dabei. Das ist genau, was es ist. Nakabayashi hat mich sitzen lassen. Wir haben uns getrennt, wir sind auseinandergewachsen, es ist nicht gut gelaufen. Wie man es auch ausdrücken mag, er hat mich schonungslos und in jeder Hinsicht abserviert. Ich will dich nie wiedersehen, verkündete er eines Tages sein Urteil. Und ich, zuerst wie versteinert, fragte nur, warum? Warum? Weil ich dich nicht mehr liebe, antwortete er entschlossen. Noch einmal wollte ich wissen, was an mir liebst du nicht mehr? Und er, ohne einen Augenblick zu zögern, gab zurück, so ist das nun einmal mit der Liebe, Anko. Sie kühlt ab. Ich fiel auf der Stelle in Ohnmacht. Ehrlich gesagt hatte ich dafür schon immer etwas übrig. In Romanen hält man Leuten, die ohnmächtig werden, Riechsalz unter die Nase. Das hat für mich stets eine gewisse Anziehung gehabt. Aber von wegen, anstatt mich schnellstmöglich an dem Mittelchen riechen zu lassen, wartete Nakabayashi nur mit einem fürchterlich entnervten Ausdruck im Gesicht darauf, dass ich meine Augen wieder aufmachte. Bloß gut, dass ich noch in dieser Minute wieder zu Bewusstsein kam, denn wäre ich noch länger weg gewesen, hätte er mich zweifelsfrei mir selbst überlassen und wäre auf und davon. Für eine Weile hatte ich nicht einmal Lust, mit Shuzo zu telefonieren. Ich vegetierte den ganzen Tag in Decken gewickelt vor mich hin und nahm kaum etwas zu mir. Nur Dienstag und Donnerstagnachmittag, wenn meine Schüler kamen, ich gebe Kunstunterricht für Kinder, richtete ich mich abrupt auf, brachte die Stunde hinter mich und sackte wieder auf meinem Futon zusammen. Aber du bist schon in der Rekonvaleszenzphase, nicht wahr? Sagt Shuzo, während er die Nadel durch den Stoff zieht. Er scheint momentan ganz vernarrt in Applikationsstickerei zu sein. Anfangs hatte ich ihn gefragt, sind das nicht diese Filzstücke, die man oft auf Stofftaschen für die Schule aufnäht? Äpfel, Sonnen oder Häschen oder sowas? Worauf er nur nickte. Shuzos Stickereien sind aber nicht aus Filz, sondern aus dünnen, teilweise alten Stoffen.
Was er da mit großer Sorgfalt und doppeltem Faden auf seine Tücher näht, sind unzusammenhängende Formen aus blass gefärbtem China-Crepe oder feiner Wolle. Eine leere Glasflasche, einfache Schuhe oder Unterwäsche, wie sie Mädchen im 18. Jahrhundert getragen haben. Machst du daraus eine Tischdecke oder etwas in der Art? Als ich das frage, legt Chuzo nur seinen Kopf auf die Seite. Na, was soll es werden? Gar nichts. Es soll einfach ein Tuch bleiben, das man nach Lust und Laune ansehen und angreifen kann, gibt er gutmütig und ungezwungen zurück. Chuzo, sage ich ganz unwillkürlich. Ohne zu wissen, warum, werde ich plötzlich von dem Wunsch überwältigt, ihn zu umarmen. Aber da er mich bestimmt ewig damit aufziehen würde, lasse ich es bleiben. Seit Nakabayashi mich verlassen hat, habe ich ihn kein einziges Mal gesehen. Angerufen habe ich ihn auch nicht. Und natürlich kommt auch von ihm kein Anruf. So ein unterkühlter Typ, mal ehrlich, meint Chuzo. Das ist er gar nicht, es liegt bestimmt an mir. Als müsste er dabei ausspucken, erwidert Chuzo, Frauen wie du verderben die Männer. Weißt du, dir geschieht das schon recht. Ich lasse zwar den Kopf hängen, aber in meiner Rekonvaleszenz bin ich wohl auf solche Worte eher angewiesen als auf halbherzige Freundlichkeiten. Chuzo ist wirklich ein Freund fürs Leben. Ist außerdem deprimierend, nur blöd von der Seite angeglotzt zu werden. Hilf mir mal mit der Nähmaschine. Auch heute ist er mit seiner Stickerei beschäftigt. Ich mache mich eifrig daran, den Saum zu nähen. Ich lege den Stoff zweimal übereinander, fahre mit dem Bügeleisen darüber und führe ihn behutsam durch die Maschine. Das Gerät hat Chuzos Mutter ihm überlassen. Früher war sie fußbetrieben gewesen, aber weil sie im Weg herumgestanden war, hatte seine Mutter sie wohl vor etwa 15 Jahren aufrüsten lassen, samt Klappfunktion und Elektromotor. Wobei die Fußbetriebenen natürlich viel mehr hermachen, aber die alten Leute schwören schließlich auf alles Elektrische, sagt er lachend. Die Beziehung zu seiner Mutter ist Chuzo wahnsinnig wichtig. Er verpasst es nie, zu Obon oder Neujahr nach Hause zu fahren und zweimal im Jahr holt er seine Mutter nach Tokio, um mit ihr shoppen oder essen zu gehen. Du solltest auch mal ein wenig Elternliebe zeigen, Anko, sagt er, während er sorgfältig einen Faden durchtrennt. Auf dem Tuch ist eine Wiese mit Ziegen und einem Bauern abgebildet, allerdings sind die Ziegen um einiges größer als ihr Hirte. Komisch, sage ich, worauf Chuzo stolz widerspricht. Das nennt sich Perspektive, also wirklich, dass du als Künstlerin das nicht weißt. Über der Wiese treiben kleine Wolken. Anko, hast du heute Zeit? Fragt Chuzo am Telefon. Seit dem Beginn meiner Rehabilitation sind etwa 4 Monate vergangen. Ich habe immer Zeit, antworte ich und ernte Gelächter von der anderen Seite. Wie aufgetragen, kaufe ich einen 3000-Yen-Wein, Stinkekäse, einer seiner Vorlieben, und geruchsneutralen Käse, einen, den ich essen kann, und mache mich auf den Weg zu seiner Wohnung. Für einen Wintertag ist es richtig warm. In dem Moment, als ich die Wohnung betrete, gibt es einen lauten Knall. Alles Gute zum Geburtstag, ruft Chuzo. Auf dem Esstisch stehen Erdbeerkuchen, frittiertes Hähnchenfleisch und Sandwiches. Ich habe nur Sachen gemacht, die du magst. Du hast einen absoluten Kindergaumen, konstatiert er mir unverblümt und mit einem Lächeln im Gesicht. Verdutzt stehe ich da. Ich hatte völlig vergessen, dass heute mein Geburtstag ist. Danke, bringe ich schließlich heraus, den Tränen nahe. Aber würde ich wirklich weinen, könnte ich mir das anhören, bis ich schwarz werde. Also unterdrücke ich den Impuls. Wir trinken bis spät in die Nacht hinein. Als Chuzo unbedingt versuchen muss, mich mit dem Stinkekäse zu füttern, laufe ich kreischend vor ihm davon, bis ich dann schließlich doch ein Stück probiere und feststelle, dass er ausgezeichnet schmeckt. Das ist aber gut, sage ich an Chuzo. Na, da schau mal einer an, worauf ich verlegen lache. Dann drückt er mir, als würde er es mir aufzwingen, das Tuch mit den Ziegen und dem Hirten in die Hand. Dein Geschenk. Als ich am nächsten Tag meine Augen öffne, bin ich noch immer in Chuzos Wohnung. Am Kopfende des Gästefutons liegt, zusammengefaltet, das Tuch mit der Wiese. Sonst ist niemand in der Wohnung, also musste Chuzo wohl in die Arbeit. Auf dem Esstisch liegt ein Notizzettel, auf dem steht, es gibt Suppe, also aufwärmen und genießen. Chuzo ist schon toll, denke ich, und mache den Gasherd an. Während ich abwesend auf die Oberfläche der Suppe starre, die durch die Hitze immer klarer wird, fällt mir auf, dass ich nicht im geringsten an Nakabayashi denke. Die Reha ist vorbei. Ich probiere, seinen Namen laut auszusprechen, aber auch dabei fühle ich nichts. Dann bin ich also nicht mehr in ihn verliebt. Bei diesem Gedanken wird mir flau im Magen. Nicht, dass er mir abgehen würde oder ich traurig wäre. Es fühlt sich irgendwie anders an. Ja, das ist es. Nakabayashi tut mir leid. Er wurde so sehr geliebt und jetzt ist von dieser Zuneigung nichts mehr übrig. Er wird nicht einmal gehasst, regt rein gar nichts mehr in mir. Chuzo würde sicher so etwas sagen wie, der muss einem doch nicht leid tun, wahrscheinlich ist er sowieso nur erleichtert. Aber ich finde ihn ehrlich bemitleidenswert. Du bist schon ziemlich hochmütig, höre ich Chuzos Stimme in meinem Kopf. Trotzdem bleibt es dabei. Ich leere mir etwas heiße Suppe in einer Tasse. Um sicher zu gehen, rufe ich die Erinnerung an Nakabayashi noch einmal in mein Gedächtnis. Wieder ohne einen Hauch von Zuneigung.
Als ich das bestickte Tuch ausbreite, entfaltet sich vor mir eine Wiese an einem heiteren Tag. Ich lade mir ordentlich Suppe auf den Löffel und schiebe ihn mir langsam in den Mund. Über der heißen Mahlzeit gelingt es mir, ein wenig zu weinen. Dann, ohne mich zurückzuhalten, heule ich einfach weiter. Es sind die ersten Tränen, die ich seit der Trennung nur für mich selbst vergieße. Endlich kann ich weinen. Jetzt habe ich die Reha wirklich hinter mir, geht es mir durch den Kopf. Die Ziegen auf der Wiese schimmern verschwommen durch den Tränenvorhang. Der Hirte, die Wolken, das Gras, alle sind sie verschwommen. Ich hole das. Ich weiß nicht, die Zeit ist ziemlich knapp, oder soll ich trotzdem noch ein bisschen? Okay. Also ich lese ein bisschen, ein ganz Mini-Ausschnitt aus Tanizaki Junichiros Himitsu, das ist das Geheimnis. Also jetzt gehen wir wieder ganz zurück in der Zeit. Er hat ja also von 1886 bis 1965 gelebt, also zurück. Genau, es geht da, eben wie der Titel sagt, um das Geheimnis. Ein junger Mann in Tokio ist überdrüssig von dem ewigen Unterhaltungen in Tokio und er will sich zurückziehen und er will ein Geheimnis leben, also seine Reize neu stimulieren durch etwas ganz Mysteriöses. Und das macht er dann, er zieht sich an den Tempel zurück und er geht nächtlich, haut er ab und geht raus und beginnt sich dann auch als Frau zu verkleiden. Und das ist dann sein Geheimnis und er ergötzt sich ab den schönen Stunden. Und genau, und er geht dann auch in Theater, in dieser Aufmachung und trifft da eine junge Dame, die, mit der er mal eine Affäre gehabt hat. Und sie erkennt ihn und so weiter. Das erzähle ich jetzt nicht, aber dieser Abschnitt ist einfach aus einem mittendrin, wo er sich einfach wieder mal, wo es beschreibt, wie er so diese nächtlichen Ausflüge verkleidet. Von da an griff ich diesen Brauch des Verkleidens nahezu jeden Abend wieder auf. Und es ergab sich nun sogar, dass ich mich ohne Bedenken etwa in die Stehplätze des Miyadosa Theaters oder mitten unter die Zuschauer des Lichtspielhauses gesellte. Es war jeweils kurz vor Mitternacht, als ich zum Tempel zurückkehrte. Alsbald ich meinen Modenbereich betrat, machte ich sogleich die Dochtlampe an und begab mich, ohne die Kleider von meinem müden Körper zu nehmen, erschöpft auf meine Wolldecke. In meinem unanständig gelockerten, halb vom Leibe gerissenen Kimono daliegend, betrachtete ich, den vergangenen Stunden nachtrauernd, die prunkvollen Farben meines Gewandes oder wedelte frohlockend mit dessen Ärmel. Und wenn ich in mein Spiegelbild starrte und sah, wie das sich zum Teil schon abgelöste Weiß an der Haut meiner rauen, herabhangenden Wangen klebte, wurde meine Seele wie durch den Rausch eines alten Weines von einem verfallenen Lustgefühl berieselt. Manchmal schmiegte ich mich, das Bildnis der Hölle und des Paradieses im Hintergrund, noch im prunkvollen Unterkleid, gleich einer Kurtisane bäuchlings zart in meine Laken und blätterte bis zum Morgengrauen in den zuvor beschriebenen mysteriösen Büchern. Das Kostümieren fiel mir zusehends leichter und ich wurde immer mutiger. Um die Neugierde der Leute zu wecken, steckte ich mir, bevor ich loszog, etwa einen Dolch oder ein Betäubungsmittel in meinen Obi. Das, was ich wollte, war einzig den bezaubernden, romantischen Duft vom Begehen eines Verbrechens, das keines war, reichlich einzuatmen. Mini. Ja, beide ganz toll. Also vielen Dank. Sehr unterschiedlich und beide eine sehr eigene Stimme auch, fand ich, jetzt auch beim Vorlesen. Ich habe die Texte, kenne die ja schon, aber fand jetzt auch nochmal mit dem Lesen das nochmal ganz besonders, dass eure eigene Charakteristik da auch zum Vorschein kommt. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen zu lang war. Das ist, glaube ich, kein Problem. In 10 Jahren machen wir das dann nochmal und dann stellt ihr dann die Romane vor, die ihr bis dahin übersetzt habt. Das wäre doch auch sehr spannend zu sehen, was es da jetzt noch für eine Entwicklung gibt. Ist abgemacht. Schön. Nora, kommen wir zum Schluss dieser
Veranstaltung. Ich bedanke mich nochmal im Namen der Weltlesebühne an allen, die zugehört und zugeschaut haben. Und hoffe, Sie haben auch sehr viele Einblicke bekommen. Die haben Sie bekommen, wenn Sie zugehört haben, in das Leben von Übersetzern und Übersetzerinnen und ganz besonders aus dem Japanischen und haben wahrscheinlich jetzt auch ganz viele neue Fragen dazu und lesen hoffentlich auch künftig übersetzte Bücher ein bisschen anders. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Yukiko Luginbühl, Peter Eichinger-Fankhauser und Nora Bierich. Und ja, ich nehme an, im nächsten Jahr sehen wir uns wieder bei Nippon Connection mit einer anderen Veranstaltung zum Thema Übersetzen. Und übergebe das Wort nochmal an Marie-Claire Richardson von Nippon Connection. Ciao. Tschüss. Bist noch auf Stumm? Vielen Dank an alle Beteiligten, auch von unserer Seite. Vielen Dank auch an Karin Betz und an den Verein Weltlesebühne e.V. Für die erneute schöne Zusammenarbeit. Und natürlich auch vielen Dank an Sie alle fürs Dabeisein. Wir hoffen, es hat Ihnen viel Spaß gemacht und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, Sie entweder heute oder in den kommenden Tagen noch bei ein paar weiteren Veranstaltungen unseres Festivals begrüßen zu können. Tschüss, danke. Tschüss.